Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 76 vom Cinecast. Und ja, wir haben jetzt Anfang Mai, da steht natürlich alles im Zeichen von Endgame. Also wir werden sicherlich heute auch sehr viel spoilern. Kleiner Hinweis, natürlich Endgame wird sicherlich im Detail besprochen. Wir werden auch über Game of Thrones sprechen, über die ersten drei Folgen. Die vierte, die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gelaufen. Aber ich denke, da hat man schon mal die erste Hälfte der achten Staffel, über der man sprechen kann. Und bevor wir mit Endgame und generell mit dem Cinecast starten, ich war mit dem Peter in der Pressevorführung von Endgame und wir haben kurz danach eine kleine Aufnahme gemacht mit unseren Ersteindrücken, die auch noch komplett spoilerfrei sind. Die kriegt ihr als erstes jetzt eben auf die Ohren, also spoilerfreie Kurzreview zu Endgame von mir und Peter, und danach gehen wir in die Vollen. So, ich stehe jetzt hier vor dem Cinedome in Köln. Wir haben gerade einen nicht ganz unwichtigen Film des Jahres gesehen, vermute ich mal. Auf jeden Fall soll er ja wohl alle Rekorde brechen. Und ja, bei mir steht der Peter und wir haben zusammen welchen Film gesehen? Ja, den letzten Avengers Endgame, und man kann schon mal vorab sagen, kein Film für Leute, die es eilig haben. Ich glaube, gute, satte 3 Stunden haben wir uns jetzt hier drin vergnügt. Und trotz aller, ich sag mal, vorherigen Befürchtungen, dass es vielleicht auch etwas langatmig werden könnte, also mein Eindruck war es nicht, dass es langatmig war, denn es gibt viel zu sehen, um es erstmal ganz allgemein anzudeuten, ne? Ja, außer man hat zu viel getrunken und man muss dauernd auf Toilette, dann kommt jede Szene einem sehr lang vor. Nein, aber das war zum Glück nicht, weil wir wussten ja, dass er lang ist, und er wird ohne Pause gespielt, sowohl auch in der ganzen Bundesrepublik, also nicht nur jetzt die PV, sondern der Film soll wohl generell ohne Pause gespielt werden, was sicherlich viele dann zum Zweitbesuch animieren könnte, weil sie ja vielleicht 5 Minuten verpasst haben. Es wäre wirklich schade, wenn man 5 Minuten dieses Films verpasst, weil jeder Minute was passiert. Also er ist wirklich voll, und dank eines erzählerischen Kniffs bekommen wir auch die Gelegenheit, sozusagen fast alle, also man kann eigentlich sagen, alle Stars und alle bekannten Gesichter und Charakter der bisherigen Serie nochmal zu begegnen. Mal mehr, mal weniger ausführlich, aber irgendwie hat man sich darum bemüht, alle nochmal in dieses Album reinzuholen, ne? Genau, also ich kann mich noch an Star Trek 6 erinnern, da gab es am Ende zur Verabschiedung der ganzen Fans auch Unterschriften auf dem Bildschirm, und sowas ähnliches macht man ja auch jetzt hier, dass man wirklich einen Schnitt macht oder eine Verabschiedung quasi, so wirkt es jedenfalls, und der Name lässt es ja auch implizieren, dass es ein Endgame halt auch irgendwie ein Abschluss ist. Ja, und das ist es eigentlich auch rundum ganz gut geworden, und es geht natürlich weiter, aber wahrscheinlich dann nicht mehr so, wie man es bisher in den letzten 10 Jahren kannte. Also wenn man die Avengers-Reihe wirklich als Erzählstrang versteht, und natürlich war der Teil davor, Infinity War, ganz klar und auch angekündigterweise der erste Teil eines ganzen Komplexes, dann findet das alles jetzt hier erstmal einen Abschluss. Ich weiß gar nicht, ob wir spoilern sollen, ob sich es lohnt, auf das Ende des Abspanns zu warten. Um vielleicht einfach mal die Namen auswendig lernen, haben wir was zu tun. Es ist, wie gesagt, eine mega große Packung, rein quantitativ, vom zeitlichen Umfang her, vom inhaltlichen haben wir ja auch gerade gesagt. Es gibt viel, viel, viel zu sehen. Man möchte eigentlich nicht zu viel über die Twists der Handlung verraten. Aber es gibt ein paar Drehs, die das Ganze natürlich interessant machen. Und es gibt natürlich auch im letzten Teil eine ganz, ganz große Entscheidungsschlacht. Ich glaube, da verrät man nicht so viel, wenn man sagt, dass da nochmal richtig aufgeboten wird und dass da die Fetzen fliegen. Hauen und Stechen ist wieder inklusive. Würdest du denn sagen, der Film war jetzt besser als Infinity War? Du merkst an meiner Verzögerung, dass ich es schwer finde, diese Frage zu beantworten. Sie bilden eine Einheit. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv, dass sie wirklich wie aus einem Guss wirken. Und alle Hardcore-Fans und Freaks, wenn die das Ding einfach mal zusammen sehen, müssen sich einen Tag Urlaub nehmen. Ja. Ich will ihn nicht als schlechter bezeichnen. Er hat mich in vielen Punkten überrascht, dass er
diese wahnsinnig vielen Fäden, die da drin vorkommen, wirklich rund und zum Abschluss bekommt. Es ist natürlich ein Sammelsurium und das war die Serie ja immer und es gibt bei Superhelden ist es immer eine Anlehnung an klassische mythische Helden, Heldenreisen, Heldengeschichten. Und die letzten Minuten dieses Films, ich sag's mal mit meinen Worten, gibt's nochmal ein anderes Motiv, eher aus der Märchenwelt, die Sache beendet und abrundet und uns vom Puls her auch nochmal wieder runterholt. Ja, sehe ich ähnlich. Ich fand jetzt halt aber auch dadurch, dass der Fokus auf ganz andere Charaktere diesmal war, als beim ersten, also zum Großteil jedenfalls, hat er auch eine andere Dynamik und irgendwie ein anderes Gefühl, der ganze Film, ne? Weil halt so Hauptfiguren, die im Infinity War eine große Rolle hatten, jetzt gar nicht oder nur am Ende wirklich dann logischerweise auftauchten, ne? Aber das ist halt dann, dadurch haben sie es halt schön gesplittet und haben jedem Screentime gegeben, dadurch, dass sie es auf zwei Filme verteilen konnten. Ja, ja, natürlich können einige Figuren in diesem Film großflächig nicht erstmal nicht auftauchen. Ich druck sie immer noch so ein bisschen rum, ich will keine Spoiler einbauen. Wollen wir auch nicht, genau. Es geht natürlich darum, Geschehenes wieder richtig gerade zu biegen, aber das ahnt ja jeder. Man will jetzt alles wieder hinkriegen, was zum Ende des letzten Teiles etwas unglücklich gelaufen ist. Und dazu lässt man sich was einfallen und diesen Plan zu verfolgen hat man jetzt in zusammengeschnittener Weise jetzt diese 3 Stunden Zeit. Und ist, glaube ich, auch nicht so viel verraten, wenn man sagt, dass unterm Strich alle glücklich in den Sonnenuntergang reiten. Aber es sieht lange Zeit nicht danach aus. Aber Fazit, Daumen hoch. Sollte man schauen, ne? Daumen hoch, wenn man Fan ist, wenn man Sitzfleisch besitzt und wenn man die Serie bisher geliebt hat, wer wird da den letzten Teil, das große Finale? Und es ist auch in jeder Beziehung ein Finale. Ich glaube, das stand über jeder Drehbuchseite. Leute, wir machen hier das große, dicke Schlussding. Ja. Und das ist im Film alle paar Minuten mehr als deutlich anzusehen. Richtig. Und wer noch nie einen Marvel-Film geguckt hat, wird auch diesen nicht sehen und würde ich dann auch nicht empfehlen. Aber für alle, die, ich sag mal, mindestens 3/4 der Filme geguckt haben, ist das schon was. Also wer bisher es irgendwie geschafft haben sollte, noch nie einen Marvel-Film gesehen zu haben, sollte dann natürlich um diesen Film... Mit dem anfangen. Den Film einen Riesenbogen machen oder jemand dabei haben, der ihn danach in die epileptische Behandlung bringt. Denn ich glaube, das wäre ein Overload, sowas als Einstieg zu nehmen. Ja. Da kann man nur rangeführt werden und das ist ja eigentlich eher der Normalfall, dass sich niemand den zweiten Teil und das Ende einer Serie anguckt und vorher, Marvel habe ich noch nie gesehen, Spider-Wehr, Iron, verstehe ich nicht. Es wäre, wenn es das theoretisch gäbe, ein Riesenfehler, aber als Abschluss, wie das so ist mit einer großen Bergsteigerkarriere, nimmt man sich den größten zum Schluss vor. Super, danke dir Peter. Gerne. Und wir geben zurück in die Funkhäuser. So soll es sein. Angeschlossen waren 7 Nationen aus 5 Ländern. Tschüss. Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal? Hey, wir schaffen das. Wir schulden es, jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Ich sagte, wir werden verlieren. Und du sagtest, dann tun wir das auch gemeinsam. Wir sind Avengers! Das ist das, was wir tun, oder? Vertraust du mir? Ja. Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Avengers Endgame. So, das war der kleine, im Grunde spoilerfreie Bereich zu Endgame. Und mit wem spreche ich denn heute? Also ihr habt es wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung gelesen eventuell. Ehrlich? Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja eine Überraschung. Ja, ist eine Überraschung. Ich überlege mir noch was. Gäste, vielleicht kann ich 3 Fragezeichen hinschreiben. Das wäre doch vielleicht was. Oder was meinst du? Ja, ist eine schöne Idee. Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört. Gerade die alten Veteranen, vor 15 Folgen zum letzten Mal dabei gewesen. Jetzt endlich wieder bei mir zu Gast. Hallo Henrik. Hallo Jan Michael. Ich freue mich und bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Wobei, wir haben ja schon ein bisschen eine Weile mal drüber gesprochen, eventuell mal wieder zusammen aufzunehmen. Aber den Ausschlag dazu hast ja gar nicht du gegeben, schlussendlich.
Dass ich so gar nicht Nein sagen konnte, war ja sogar jemand anderes. Und an dieser Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich die Julia und den Stefan grüßen. Die sind das, das sind Patreone. Genau. Habe ich das richtig in Erinnerung? Dann, ja. Dann erstmal vielen Dank, dass ihr auf Patreon den Cinecast noch weiter unterstützt. Und dass ihr euch meine unbedeutende Stimme als Gast nochmal so nett in einem Post, den mir der Jan geschickt hat, gewünscht habt. Und da konnte ich nicht widerstehen und musste dann tatsächlich zusagen. Also nochmal vielen Dank für den netten Wunsch. Genau, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, da habe ich natürlich sofort den Henrik angerufen, quasi. Hat gesagt, hey Henrik, du musst zurückkommen. Ja, und hatte ich dir im Vorfeld ja auch schon gesagt, gerne wieder regelmäßig, wenn es die Zeit zulässt, musst du sagen, gerne, du bist jederzeit willkommen. Ja, ist viel passiert in der Zeit und hat ja auch Gründe gegeben, warum ich mich nach und nach damals aus dem Flaggschiff der deutschen Film Podcasterei zurückgezogen habe. Da musst du nicht lachen, das ist, ist ja auch, ist das ja ist auch so. Wir haben ja nicht zu Unrecht Erfolge gefeiert. Richtig. Und jetzt war die Zeit halt reif, ist viel passiert, ist einiges in Bewegung gewesen, privat, beruflich. Jeder hat mal so seine Phasen, wo es dann mal nicht so gut läuft und da hat das dann eben einfach alles nicht mehr reingepasst. Und aber ich denke, so regelmäßig, unregelmäßig, vor allem wenn ich dann wieder ein bisschen mehr drinstecke im Thema, können wir das sicherlich gerne machen. Klar, also das ist ja auch immer ein Punkt. Ich hatte es ja auch die letzten Monate immer mal wieder gemerkt, schaffe ich das zeitlich alles noch mit dem Beruf, mit allem drum und dran? Du musst ja Filme auch irgendwie mal gucken, damit du drüber sprechen kannst. Ja. Aber irgendwie habe ich dann doch immer wieder Lust und wir hatten ja auch immer viel Spaß und so. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es ja auch sehr vermisst. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich das alles ganz easy hinter mir gelassen habe und so. Und immer wenn ich hier im Haus an den Kartons, die stehen jetzt hier gerade im Büro, wo das alte Studio sozusagen zusammengepackt noch steht. Ich bin hier im Haus ein bisschen umgezogen, habe die Räumlichkeiten ein bisschen geändert und habe dann das Studio ja bisher, weil ich es einfach nicht gebraucht habe, noch nicht wieder aufgebaut und dann ist schon ein ganz kleines bisschen Wehmut ist schon dabei. Das kann ich nicht anders sagen. Genau. Aber damals ja auch definitiv ein Zeitproblem, ne? Du weißt ja auch, du konntest meist in der Woche nicht, ich meist am Wochenende wegen Family nicht. Ja, und irgendwann wird es dann eben einfach schwierig und dann war es halt eben einfach besser so, wenn du dich nicht oder wir uns nicht gegenseitig verlassen mussten auf wann kann, wer kann, warum kann. Und so ist ja alles okay. Wir haben ja, jetzt sind wir ja wieder zusammen. Genau. Apropos wann kann, da kommen wir schon fast zu wann kann da. Aber bevor hartes Ding, hat sich nichts geändert. Na komm, natürlich nicht. Vielleicht sollten wir den Fact noch mal eben raushauen, weil wir hatten im Vorgespräch mal nachgeschaut, wann du denn das letzte Mal da warst. Das war wirklich genau vor 15 Ausgaben, ne? Genau, das war im August 2017, ne? Auch eine runde Folge, die 60. Ja, genau. Und war auch eine Game of Thrones Folge. Ja, ne, mit dem Marco zusammen. Damals zusammen, ne? Ja. Genau. Ja, den habe ich heute auch noch via YouTube gesehen. Auch im Zusammenhang mit Game of Thrones. Genau, da ist er wirklich sehr fleißig, wird da von Sky Ticket supported und haut da Videos raus und Live-Besprechungen. Das macht er momentan sehr viel und exzessiv. Will aber auch mal wieder vorbeischauen, wenn er Zeit hat. Und ich war ja, hast du vielleicht mitbekommen oder so über die sozialen Netzwerke, ich war auch einmal unten in München, da war ich mit ihm essen, das war auch sehr lustig. Ich, das war zur WM. Gesehen. Genau. Genau. Und ja, so behält man die Kontakte bei und so ist das. Auch Daniel P. Schenk, der immer gern gesehen ist, oder jetzt zuletzt auch Sean Boo.
Mr. Mhm. Star Wars himself quasi, sag ich mal so. Stecke ich auch im engen Kontakt. Kann man sich vielleicht schon mal vormerken, wird hier zum ersten Mal angeteased. Wir sind am Plan zum nächsten Star Wars Film in Lippstadt im Cineplex an dem ersten Wochenende, wenn es klappt. Wir müssen gucken, wann es zeitlich passt, Sean Wu zu Gast zu haben. Dann wird er ein bisschen was erzählen und werden im Vorfeld zu Star Wars Episode 9 den Darth Maul Film von ihm sehen und er ein kleines Q&A machen oder so. Und ja, das können die gerade die Zuhörer, die vielleicht aus NRW kommen und aus der Nähe kommen, sich schon mal markieren. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, ja, wenn ihr die Zeit und Muße findet und in die Heiligen Hallen zu mir nach Lippstadt kommen würdet. Ich werde mir das mal im Kalender eintragen. Ja, sehr schön. Und ja, dann gehen wir doch auch mal Richtung Medias Res. Ach du Elend. Ich bin jetzt genau in der Situation, wo wir immer geschmunzelt haben, wenn unsere Gäste dann in der Vorbesprechung im Audio gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich beitragen kann. Ich stecke gar nicht so tief drin wie ihr. Ja, in der Situation stecke ich jetzt auch. Naja, das, was wir gesehen oder du auch oder wir gesehen haben oder über das, was wir sprechen, hast du ja gesehen, von daher. Ja. Sollte das klappen. Vielleicht, bevor wir zu den eigentlichen Filmen gehen, hast du die kontroverse Diskussion oder auch generell den Trailer gesehen zu Sonic the Hedgehog? Nein, aber ich habe Kontroverse gelesen dazu. Sehr gut. Also, und die Tatsache, dass sie da jetzt noch mal dran gehen in der Post-Production. Ja, echt. Also genau, die Fans haben sich sehr stark beschwert über den Look, gerade das Gesicht und die Augen von Sonic. Und der Regisseur Jeff Fowler hat dann via Twitter sofort verkündet, okay, ihr wollt das so, dann ändern wir das etwas ab, so dass er mehr wieder aussieht, wie man ihn aus den Spielen kennt. Und ja, im Trailer sieht man halt auch noch Jim Carrey als den Gegenspieler, wieder so, wie Jim Carrey halt typisch ist, so ein bisschen over the top. Mhm. Ja, weiß mir, in der Summe wirkte der Trailer wirklich wie ein Trailer, den man so auch in den 90er Jahren hätte zeigen können, und das wirkt wie ein Film aus den 90ern, also nicht ein über das Spiel vielleicht, was man grob aus den 90ern sagen kann, sondern eher der ganze Film wirkt so aus der Zeit geholt. Na, jetzt ist auch noch früh genug, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das auch erst für irgendwie Anfang nächstes Jahr, ne, glaube ich, geplant, ne? Der Deutschlandstart von Sonic, oder? 8. November. Ah, okay. Also dieses Jahr. Also es ist noch ein bisschen Luft, ja, aber dieses Jahr? So weit ist es auch nicht mehr hin. Ne? Okay. Ist das doch im November? Cool. Ja. Ich hatte das von Anfang 2020 im Hinterkopf. Ja, dann sei es drum. Gut, ich möchte nicht ausschließen. Ich gucke mal gerade, das war auf jeden Fall der US-Start. Ich weiß nicht, ob der deutsche Start da schon irgendwie ein anderes Datum hat. Also gehen wir mal davon aus, dass der gleichzeitig starten. Ah, guck mal, du hattest, stimmt, in Deutschland startet er etwas später, am 6. Februar erst. Ah, guck. Du hast recht. Ja. In Amerika startet er aber schon sogar im November, ja. Ja, also ich, es war nur gut so an mir vorbeigeflogen. Von daher. Mhm. Guck. Liege ich schon faktenmäßig vorne fast. Du kennst ja immer unsere beliebte Frage an unsere Gäste, ne? Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen? Ich habe tatsächlich zuletzt, im Kino habe ich zuletzt Endgame gesehen, tatsächlich. Mhm. Ansonsten tatsächlich so in letzter Zeit, also an Sachen, an die ich mich erinnere, ich habe so ein bisschen was in der Konserve aufgeholt. Ich hatte mir damals aufgrund der Trailer so, hatte ich irgendwie große Lust auf Christopher Robin zum Beispiel. Den habe ich dann irgendwie geskippt aus irgendeinem Grund. Das habe ich jetzt in so einer nostalgischen Anwandlung irgendwie an so einem ruhigen, entspannten Abend mal nachgeholt zum Beispiel. So, also auch nichts Spektakuläres. Ja, und ansonsten, klar, Game of Thrones, müssen wir, das war so okay. die wichtigste und, der letzten drei Wochen, wenn man mal. Christopher Robin, würdest du sagen, must see? Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Im Kino konnte ich mich nicht irgendwie so richtig begeistern, mich da reinzusetzen. Ja, das war der gleiche Grund. Ja,
Ich würde sagen, ich finde ihn schön. So, es ist also von dieser ganzen, von der Atmosphäre und wenn man Pooh als Kind und als Heranwachsender in irgendeiner Weise emotional verinnerlicht hatte, dann sind die Animationen und das ganze Drumherum ist halt schön. Ansonsten ist das halt eher, sagen wir mal, ist jetzt nicht die Offenbarung. So. Aber okay. Kann man sich bestimmt schön angucken und deine Jungs kommen ja jetzt auch in das Alter, wo sie auch mal irgendwie, das Ding ist relativ lang, glaube ich. Ich habe jetzt die Zeit nicht mehr so im Kopf, der Sache dann so folgen können, dann kann man sowas schon machen, aber ansonsten über 100 Minuten, glaube ich sogar. Ja, also für meinen ganz Kleinen noch nicht, aber für meinen Vierjährigen wahrscheinlich auch noch nicht ganz, wegen, wie du schon sagst. Ja, aber bald kommen wir in das Alter, bei der Länge halten sie dann nicht durch. Das tun ja die Erwachsenen nicht, wie wir auch in Endgame gesehen haben. Ja, richtig. Und apropos Endgame, du sagtest gerade, das war der letzte Film im Kino. Jetzt versuch dich mal zu erinnern, wo warst du davor im Kino? Oh, Gottes Willen. Was war denn das davor? So lang her? am meisten erinnere ich mich daran, dass ich mich sehr geärgert habe, dass ich aufgrund von familiären Geschichten Termine, die ich in Verabredung hatte, ausfallen lassen musste, wo wir auch ins Kino wollten. Das ärgerte mich. Schwer zu sagen, muss ich mal eben drüber nachdenken, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Captain Marvel hast du nicht gesehen wahrscheinlich, oder? Captain Marvel habe ich, dass der gehört in diesen Teil, da wollte ich mit meinem Schwager reingehen, habe dann aufgrund von sehr ärgerlichen Dingen in der Familie, das gehört jetzt hier nicht hin, aber konnte ich dann nicht sehen und deswegen musste ich den skippen und hab's dann eben nicht geschafft, leider. Aber stimmst du wahrscheinlich zu, ist nicht relevant für Endgame, ne? Also Nein. Sie taucht ja wirklich recht wenig in Endgame auf. Nach dem, was ich gesehen habe und vor allem dann eben, was sie beiträgt in Endgame, eher nicht, glaube ich. Ja, okay. Hast du den Robert Rodriguez-Film gesehen? Jetzt muss ich gerade kurz nachdenken. Alita Battle Angel? Nee, habe ich nicht gesehen. Auch nicht, okay, gut. Also ich habe einiges geskippt in den letzten Monaten. Ja, okay. Ich sag ja, ich stecke im Moment nicht mehr so viel drin. Nicht schlimm. Okay. Was habe ich zuletzt gesehen? Jetzt muss ich auch mal kurz scharf nachdenken. Natürlich habe ich auch zuletzt Endgame gesehen. Ich habe Captain Marvel davor natürlich auch gesehen. Aber den hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen besprochen. Bin ich nur kurz mal gucken. Ich gucke gerade noch mal in der Liste, was denn noch lief. Das ist so, es ist halt auch dass man schnell auch mal was vergisst, weil es war ja auch stellenweise wirklich auch Schwachsinn dabei, ne? Ja, ich habe Shazam gesehen und da sind wir bei DCs Antwort auf mehr, auf Captain Marvel oder auf einen humoristischen Superhelden. Man verzichtet wieder komplett auf Querverweise auf irgendwelche anderen aus dem DC Cinematic Universe. Im Gegensatz zu Aquaman, da hat man ja wenigstens noch so ein paar Sachen erwähnt und gesagt, auch wenn jetzt keine anderen Charaktere aufgetaucht sind, aber man hat halt drauf Bezug genommen. Bei Shazam ist das weniger der Fall. Es wird zwar immer wieder die DC-Helden erwähnt, so wie Superman und Batman, aber wirklich auftauchen oder irgendwie ein Crossover gibt es nicht. Es war wohl mal geplant, dass Henry Cavill dort ein Cameo oder einen kleinen Auftritt bekommt. Hätte ja auch Sinn gemacht, aber da gab es ja so ein bisschen Krach auch wegen Man of Steel 2 und dann ist er ja jetzt der Witcher und dann hat sich das auch erstmal zerschlagen, dass er für DC noch irgendwie weitere Filmprojekte und wenn es nur kleinere Auftritte sind, dran beteiligt ist. Ansonsten ist es so eine Mischung aus Big. Da gibt's sogar so eine Szene mit den Tasten, wo man so drauf rumspringen kann, um Musik zu machen, lustigerweise. Also es gibt da schon eine Anspielung auf Big. Es gibt
Natürlich eine, ist es so eine, eine Mischung wie Deadpool und halt die typischen DC-Helden und natürlich Superman, wobei er jetzt nicht so blutig oder brutal ist wie Deadpool, ganz im Gegenteil. Also er ist schon sehr weichgespült und kann sich auch ohne Probleme ein 12-Jähriger anschauen. Halt sehr humoristisch, weil er halt so kindlich ist, ist er natürlich der, wenn er sich dann verwandelt und wenn er Shazam sagt, wird er ja halt dieser muskelbepackte, erwachsene Mann und das ist halt der Kniff an der Geschichte und weil er halt eigentlich noch ein Kind ist, verhält er sich halt wie ein Kind, dieser erwachsene Mann und daraus bezieht dann der Film natürlich den meisten Anteil an Humor, ne? Und ja, ich fand ihn okay, aber nicht so lustig wie ein Deadpool oder bei weitem nicht. Also sehr weich gespült, nicht so gut wie vielleicht andere. Also ich habe es im Vorfeld so von einigen gehört, ja, voll lustig, voll cool. Endlich entdeckt DC die Leichtigkeit. Aber ganz ehrlich, DC war eigentlich immer mit am besten, wenn sie nicht so leicht waren. Also egal, ob es ein Dark Knight ist oder jetzt auch der Joker-Trailer, der zeigt auch schon wieder das, was eigentlich DC am besten kann. Charaktere zu entwickeln, zu zeigen, wie sie auch düster sind, dunkel ja. sind, nicht dieses knallbunt Popcorn-Kino. Das ist für mich DC und leider haben sie sich jetzt von Marvel beeinflussen lassen und klar, weil Justice League auch Grütze war, aber der war ja auch halt leider schon mehr auf Comedy gemacht und das passt einfach nicht zu den DC-Helden, meine Meinung. Ich würde dir da komplett folgen. Sie sollen einfach, also es entweder lassen, so, anstatt da irgendwie unnötig Geld auszugeben oder sich eben auf das besinnen, was sie bisher am besten konnten. Und das sind die etwas, sagen wir mal, schwereren, also gewichtigeren von der Stimmung her, dunkleren Filme. Mhm. Und wie gesagt, auf der Joker scheint ja, was das angeht, vor allem was die Düsternis des Charakters angeht, einiges im Petto zu haben. Ja, und dann mit Joaquin Phoenix auch ein genialer Darsteller. Also ich freue mich darauf. Das wirkt so ein bisschen auch wirklich mehr so wie ein Prequel zu The Dark Knight, also so von der Tonalität her. Mhm. Und ja, da hab ich Bock drauf. Da freue ich mich echt drauf. Mir ist gerade eingefallen, du hast mir ein Schlagwort gegeben zu einer Geschichte, die ich gesehen habe, über die man durchaus mal hätte früher auch schon sprechen können, wenn wir beide die Gelegenheit gehabt hätten. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob du in den letzten Folgen darüber gesprochen hast. Und zwar habe ich quasi einen Film ein zweites Mal gesehen, der mich sehr überrascht hat, nämlich in einer anderen Fassung. Du wirst ahnen, worauf ich hinaus will. Und zwar habe ich das noch gar nicht so lange her. Es war einmal ein Deadpool gesehen. Once Upon a Deadpool. Und zwar die entschärfte Fassung von Deadpool 2. Ist so eine Weihnachtsgeschichte gewesen. Ist hier erst allerdings, ich glaube, Mitte, Ende Januar irgendwann rausgekommen. Baut so eine Erzählungsgeschichte um die Geschichte von Deadpool 2 rum und verzichtet dabei auf diese überbordende Brutalität, die ganze Obszönität ist raus. Also, ach, deswegen hast du ihn nicht gesehen. Jetzt weiß ich auch warum. Scheinbar, also genau. Ich habe es, glaube ich, sogar gesehen, dass es das gibt, aber ich konnte darunter mir nichts vorstellen und dann habe ich es auch nicht geguckt. Ich würde dir tatsächlich dazu raten, wenn du Deadpool mochtest, wovon ich ja mal ausgehe, vor allem auch der zweite Teil war ja jetzt tatsächlich nicht der allerschlechteste, kann ich dir die in Anführungszeichen Weihnachtsfassung, also ist die entschärfte Fassung, die hat dann tatsächlich irgendwie ein PG-13 oder so bekommen, kann ich dir nur ans Herz legen. Wie gesagt, sie legen so eine Erzählergeschichte drumrum und zwar hat Deadpool einen 80er Jahre der Junge aus, wie heißt das denn, die Braut des Prinzen, hieß das so? Das kann sein, das sagt mir jedenfalls auch wieder was. Warte mal, ich komme sofort drauf. Geht er denn dann viel kürzer, der ganze Film? Oder es sind sogar ein paar Szenen reingekommen, die es in die Kinofassung nicht geschafft haben.
Also sie haben tatsächlich, es sind irgendwie, ich weiß es nicht, einige Minuten, also viel kürzer, also so viel kürzer ist er nicht. Tatsächlich. Okay. Und wie gesagt, sie stricken so eine Erzählergeschichte drumherum. Deadpool entführt den inzwischen Zeit irgendwie 30 Jahre, 20 Jahre älteren Schauspieler aus dem 80er oder frühen 90er Jahre. So Komödienfilm. Ich habe wirklich vergessen. Macht nichts. Aber interessant. Und machen drumherum. Mhm. Und nehmen, wie gesagt, doch, es ist die, ich habe gerade mal ganz kurz, das hat man vielleicht gehört, mein Sprachfluss war etwas unterbrochen. Und zwar ist das die Braut des Prinzen aus den 80ern. Der Sohn, der kleine Junge, der da tatsächlich eine der spannendsten Rollen, nämlich gespielt von Fred Savage. Der Schauspieler wird quasi von Deadpool entführt. Da ist jetzt nicht viel Spoiler dran, weil es am Anfang quasi direkt die Eröffnung ist. Die bauen sogar sein Kinderzimmer aus dem Film nach. Und Deadpool erzählt ihm diese Geschichte, die dann die in Deadpool in der normalen Fassung im Kino gelaufen ist. Und wie gesagt, sie nehmen die gesamte Obszönität raus. Viele der ganz brutalen, blutigen Szenen sind raus. Und es sind doch einige Minuten an bisher nicht gezeigtem Zeug auch Nachdrehs und so reingekommen. Ich habe die genaue Zeit, habe ich jetzt gerade, kann ich auch gerade nicht finden. Also zumindest für einen Vergleich reicht es nicht. Aber es sind tatsächlich zwei Filme daraus geworden, obwohl man dabei einen Teil kennt. Also für diejenigen, die einer weichgespülten Deadpool 2-Version aus dem Weg gegangen sind, hier eine zumindest, eine kleine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall werde ich nachholen. Ich habe das mal gesehen, dachte, ach, das ist vielleicht irgendwie so eine Kurzgeschichte, eine Weihnachtsgeschichte, ne, weil wie du sagtest, halt zu Weihnachten. Und ich habe nur die Uncut oder diese Super Duper Cut, glaube ich, hieß es, von Deadpool 2 gesehen, wo dann halt noch ein paar mehr Szenen drin waren, wie die Hitler-Abspann-Szene und solche Geschichten. Aber dass es da noch so eine komplett andere Fassung gibt, oder mehr oder weniger komplett, das war mir gar nicht so bewusst. Das werde ich auf jeden Fall mal nachholen. Die ist auch 2 Stunden lang. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Die ist tatsächlich ziemlich genauso lang wie die Kinofassung. Mhm. Sachen gibt's. Ja, gut. Die ist sogar länger. Okay. Hier steht, die ist sogar 15 Minuten länger als die Kinofassung. Krass. Erstaunlich. Okay. Also, wie gesagt, nicht die, es ist kein neuer Deadpool, sondern es ist etwas umgeschnittene und erweiterte, für Jugendliche geeignete oder für jüngere Jugendliche geeignete Fassung von Deadpool. Also kann ich mit meinen Söhnen gucken jetzt? Nein. Okay, lass ich das. Nee, ist eine gute Idee. Aber alleine angucken und mir dann Bescheid sagen, was du davon gehalten hast nach dieser Empfehlung. Mache ich auf jeden Fall. Klingt spannend. Ja. Okay. Guck. Ja, müssen wir dann wenn ich dann fertig bin mit Umzug, dann musst du mal rüberkommen. Dann müssen wir mal einen Film zusammen gucken. Machen wir, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir sogar noch eine Tonspur offen. Wir haben bestimmt irgendwas offen. Wir haben jede Menge Zeug eigentlich noch offen. Aus alten Tagen. Das stimmt. Ja, cool. Also den werde ich mir notieren, werde ich mir merken. Shazam, wie gesagt, musste nicht sehen. Und dann würde ich schon sagen, dass wir vielleicht zuerst ins Kino gehen und uns jetzt erstmal ein bisschen über Endgame unterhalten. Ich habe gerade mal die 3 Stunden, da gibt's viel zu erzählen eigentlich. Ja, und vielleicht vorab bisschen was zu den Fun Facts. Also der geht ja knapp über 3 Stunden, keine Pause, weil der Verleih es nicht wünschte. Gott sei Dank, ich habe das so gefeiert. Ja, gefeiert, dass ich in einer Sonntagsnachmittagsvorstellung war, was dazu geführt hat, dass das Durchschnittspublikum ein kleines bisschen jünger war und so nach Minute 61 ging das Gerenne los. Ich hasse das. Ja, klar. Bei den jungen Leuten, ne, die Blase macht es da nicht mehr mit. Ja, das ist zum Kotzen.
Ich habe mal die Zahlen auf. Der hat jetzt am Sonntag mit Estimated vom Wochenende hat er schon weltweit nach dem zweiten Wochenende, nach anderthalb Wochen Laufzeit, hat er 2,1 Milliarden eingenommen. Das sollte für ein ordentliches Revenue reichen. Der hat ja sowieso alle Rekorde gebrochen. Ja. All-Time Domestic, Domestic war nicht weltweit, ne? Warte mal, weltweit. Weltweit finde ich immer viel spannender. All-Time Worldwide ist er jetzt schon auf Platz 2. Also er hat die Titanic schon versenkt. Mhm. Hat jetzt nur noch 600.000 US-Dollar vor Avatar. Vor sich, und dann hat er auch noch Avatar eingeholt. Dann ist er der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und das wird er schaffen. Ja, und nicht so kleine geschätzte 350 Millionen oder so, die er gekostet hat. Ja, es sind ja immer noch, ja klar, allein Robert Downey streicht 75 Millionen ein, ja. Aber das der sind ja Peanuts, wenn sind ja Peanuts, wenn er an die 3 Milliarden Grenze knabbert. Und ich hab mit dem Sohn vom Besitzer des Kinos in Lippstadt, um jetzt seinen Namen nicht zu nennen, gewettet. Er meinte, er ist sich sicher, Disney hat gemeint, König der Löwen ist der Fokus oder das Highlight-Produkt von Disney dieses Jahr. Und er hat mit mir gewettet, er sagt, König der Löwen wird erfolgreicher als Avengers Endgame. Da habe ich gegengehalten. Kastenbier. Kann ich mich da anschließen? Wenn ja, du den verlierst, also, zahle ich die Hälfte von dem Kasten und leg noch ein Sixpack drauf. Ja, können wir gerne machen. Also das will ich sehen. Ja. Also es ist ohne Zweifel. Wir können, glaube ich, ganz sicher sein, dass Disney sich an dem Einspiel vom König der Löwen erfreuen wird. Ohne Zweifel. Sie werden großen Spaß daran haben und ich denke, die Leute werden da Lust drauf haben. Aber ich fürchte mal, dass das, glaube ich, eher nicht passieren wird. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass auch vor allem in einem Jahr dann zwei Filme beide Avatar überspringen. Also halte ich für unwahrscheinlich. Und wie gesagt, generell auch, dass der an Endgame rankommt. König der Löwen ist eine super Marke, sehr beliebt, Musical. Wir können jetzt schon ohne Zweifel davon ausgehen, dass die ordentlich damit in Anführungszeichen wieder Geld verdienen werden. Das wird auf jeden Fall passieren, so viel steht fest. Aber ich denke, vor allem, sie übertreiben es, ne? Ein paar Wochen vorher, also jetzt in Kürze, kommt auch noch Aladdin, war ja auch ein Highlight damals, ne? Aladdin, dann Dumbo vor ein paar Wochen, also diese Realverfilmung von Disney jetzt aus ihren alten Filmen kommt mir ein bisschen zu schnell und Dumbo war jetzt auch nicht gerade der Kassenhit. Ich glaube, ich versuche ein bisschen abzulenken also man spürt ja schon so ein kleines bisschen, jetzt darf ich nicht übertreiben, aber so ein bisschen schlechte Stimmung ist schon und die Leute sind auch ein bisschen müde, was diesen Output angeht. Ich habe nicht wenige gehört, die jetzt gesagt haben, ist auch schön, dass jetzt mit Endgame es, sagen wir mal vorsichtig, fast zu Ende ist, so dieses Theater. Ne? 22 Filme, 23 werden es jetzt dann sein, wenn wir mit Spider-Man durch sind. In diesen 10, 11 Jahren, klar, Leute fangen an, müde zu werden und Disney versucht, glaube ich, mit Gewalt zu zeigen, dass sie eben nicht nur noch Marvel und Star Wars können. Ja, und Star Wars endet ja auch im Dezember. Na. Ja, das könnte sein. Also, aber auch da, die Klassiker jetzt zu verfilmen, ist auch endlich. Also, ja, selbstverständlich. Ne? Ich glaube auch nicht, dass so endlos viele Assets da noch schlummern, die man mit in so Größenordnungen noch mal verkaufen kann. Mhm. Ja, und Phase 4 mal abwarten. Aber wir sind ja erstmal jetzt im Endgame und wenn wir uns das ein bisschen jetzt mal... Wir schweifen schon wieder ab. Ja, aber wenn wir uns, jetzt versuchen wir mal quasi den Zeitstein wieder an die richtige Stelle zu packen, sodass wir wieder in der richtigen Zeitlinie sind. Wir versuchen doch mal ein bisschen das Ganze chronologisch aufzuarbeiten, aber bevor wir das tun, ich habe ja schon gesagt, wir wollen dann auch ein bisschen spoilern, vielleicht von dir und von mir nochmal oder gerade auch von dir, ich habe das
ja vorher eingespielt über Peter, eigentlich schon so ein bisschen kundgetan, aber ich werde da auch gleich nochmal zwei, drei spoilerfreie Sätze zu sagen. Mich würde mal interessieren, wie hat er dir denn spoilerfrei jetzt überhaupt gefallen? Alles in allem, also ich, sagen wir es mal so, ich war am Ende sehr zufrieden damit. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. So. Sie haben sich große Mühe gegeben, mit Gewalt und auch nicht immer auf die geilste Art, so diese ganzen Stränge irgendwie zuzumachen. Ist ja auch ein gewaltiger Aufwand gewesen, jetzt irgendwie dann am Ende 22 Filme zu einem ordentlichen Ende irgendwie gebracht zu haben. Aber alles in allem ganz, ganz großes Kino. So, ich war am Ende zufrieden damit. Ich glaube, besser kann ich es nicht beschreiben. Ja, also die Thematik in dem Film gefällt mir halt sehr gut. Da bin ich ein Freund von. Dann natürlich, dass der Maincast natürlich im Vordergrund ist, die von Anfang an die ersten 6 Avengers, dass die natürlich am meisten Screentime und im Fokus stehen, fand ich sehr gut. Und dass die halt auch alle so ziemlich alle ein sehr gutes und ein rundes Ende bekommen. Dass es nicht eine 3-Stunden-Schlacht war, das habe ich jetzt vom Arbeitskollegen gehört, der war enttäuscht, weil es nicht eine 3-Stunden-Schlacht war quasi. Aber das scheint ja nicht zu erwarten. Ja, genau. Also gerade die, dass die diesmal die Charaktere mehr im Vordergrund gestellt haben, die Dialoge zwischen den Charakteren, zu sehen, wie sie sich entwickelt haben von vor 10, 11, 9 Jahren bis heute, war halt super spannend. Und ich denke, alles andere jetzt gleich im Detail dann mit Spoilern, aber wie gesagt, auch für mich eine runde Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon bei Letterboxd bewertet habe. Ich würde ihm aber prinzipiell 4,5 von 5 geben, so um den Dreh. Okay. Ja, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Aber also eine 4 ist es auf jeden Fall bei mir auch. Ja, also genau. Und 5 war ja Maximum, ne? Also 5 sind es nicht, aber so 4, 4, 4, 4,5. Rund um 4. Wenn man das. Ja, genau. Also 4,5, gerade wenn man so das Ganze mal sieht. Infinity War war ja auch schon nicht schlecht, aber war deutlich linearer. Und natürlich waren da auch ganz andere Helden im Fokus. Und das macht natürlich die Tonalität her komplett anders als zum Beispiel Infinity War, fand ich. Ne? Also. Okay, gut. Dann jetzt noch mal, liebe Hörer, hier der Hinweis. Spoiler. Ab jetzt sprechen wir ein bisschen im Detail. Also wenn man die Zahlen sieht, hat ja eh jeder Hörer den Film schon gesehen. Von daher. Ja. Und ich weiß nicht, wie du es in letzter Zeit gehalten hast, aber wir waren ja jetzt nicht in unserer gemeinsamen Zeit dafür bekannt, irgendwie Zurückhaltung zu heucheln, was das angeht. Nee, genau. Also ich bin ja selber jemand, der hört dann auch solche Podcasts oder so, wenn es dann um bestimmte Themen geht, erst dann, wenn ich ihn selber gesehen habe, weil man dann auch viel besser folgen kann. Für so, ich sag mal, spoilerfreie Reviews, da ist ja dann der Peter da, den spiele ich ja immer wieder ein. Von daher passt das schon. Es fing halt schon genau an der Stelle quasi an mit Hawkeye, weil man ihn ja auch in dem ersten Teil überhaupt nicht gesehen hat und man sieht direkt dort halt den Verlust seiner Family. Ja, fand ich auch schön. Die Szene war super, komplett ohne Musik ausgekommen. Du sahst dann wirklich nur noch kurz so ein bisschen Staub fliegen und er war im Endeffekt alleine. Und ja, seine Tochter steht ihm in nichts nach und konnte auch sehr gut Bogen schießen. Bei dem Lehrer? Ja, genau. Und es gibt wohl auch in den Comics, kleiner Funfact nebenbei, wohl dann, dass sie auch nachher quasi die Rolle übernimmt von Hawkeye oder so. Also von daher war das schon so ein bisschen Anteasing. Ja. Ähnlich übrigens auch bei Ant-Man mit der Tochter. Ne? Dadurch, dass sie jetzt 5 Jahre älter ist, können sie die halt auch schon irgendwie in so eine Nachfolgerrolle bringen, weil auch da gibt's irgendwie wohl in den Comics eine Möglichkeit oder dass die Tochter da irgendwie was mitmacht, weitermacht oder keine Ahnung. Aber nur ganz kurz, bevor ich, weil wir eben von Phase 4 gesprochen haben, soweit ich aber weiß, ist erstmal für Ant-Man und so nichts geplant aktuell. Ne? Es ist jedenfalls nichts offiziell bekannt gegeben. Also es ist recht wenig bekannt gegeben. Es wird ein Guardians kommen, jetzt dann doch mit von James Gunn. Es wird einen Thor 4 wohl geben.
um viel mehr und dann irgendwelche, da komme ich jetzt auf die Namen nicht, irgendwelche ganz neuen Sachen eventuell. Aber sonst ist noch nicht wirklich viel bekannt und ich glaube, die wollten sich, so wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen Zeit lassen. Von daher passt das schon, ja. Ja, weil es schwingen ja immer noch irgendwie so Doctor Strange-Fortsetzung. Ja, also Black Panther-Fortsetzung schwingen ja auch immer noch irgendwie im Raum. Die werden auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Doctor Strange einen neuen Film bekommt, dass ein Black Panther einen neuen Film bekommt und auch, dass Captain Marvel weitergeht und weiterkommt. Mhm. Und bei Ant-Man würdest du mich auch wundern, wenn sie den nicht nochmal einen Teil spendieren. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ich fand das ja einer der spannendsten und vielversprechendsten Reihen. Und, ja, seit einem anderen Fantasy Universum bin ich ja in Evangeline Lilly verliebt und deswegen ja, muss das auch stimmt. Mit dem Rest weitergehen. Ich dachte, du wolltest auf Michael Douglas hinaus, aber ja. Nee, da müsstest du schnell drehen noch. Ja, aber dafür zum Beispiel, wenn wir gerade bei Michael Douglas sind, der war diesmal sehr schlecht animiert in Jung, ne? Ja. Fand ich in den 70er Jahren. Ich weiß nicht warum, sonst kriegen sie es doch so gut hin. Siehe Russell Crowe. Ich glaube, es war ein bisschen hingerotzt. So, also sie haben Kirk, nee, wie hieß er denn nochmal? Sag mal eben von Guardians of the Galaxy ja, 2. Ich weiß, wen du meinst. Der Planet, ach, ich komme auf seinen Namen nicht. Aber auf jeden Fall da, der war ja super in Jung gemacht und ja, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war das ein, hatten sie nicht mehr viel Zeit oder irgendein Studio hat das nebenbei noch gemacht und das sah irgendwie, die Augen sahen sehr unecht aus. Ja. Das ist richtig. Aber dann ging es ja im Grunde, bevor es dann in einen 5-Jahres-Zeitsprung gab, was ja auch sehr für viele sehr überraschend kam, gab es ja erst noch mal die Jagd auf Thanos, nachdem Tony von Captain Marvel gerettet worden ist. Da fand ich auch ein bisschen schade. Es gab in, das kennst du nicht, es gibt eine Szene in die Abspannszene, die After-Credit-Scene von Captain Marvel ist eigentlich wie auf jeden Fall war es Captain America ich weiß nicht, Captain America und noch einer von den Avengers diesen Pieper, so ein Pager haben. Mhm. Das ist der Pager, den Nick Fury in Infinity War am Ende in einer Abspannszene verliert, wo das Captain Marvel-Zeichen drauf ist, den analysieren die und plötzlich gibt er keinen Mucks mehr von sich und dann steht plötzlich Captain Marvel da bei denen. Und die Szene fehlt halt jetzt für jemanden, der diese Abspannszene nicht gesehen hat, weil das erklärt dann eigentlich, warum Captain Marvel überhaupt nach Tony sucht und ihn dann auch dort findet. Ja, das war für mich auch eine der schwierigen Teile. Also am Ende, ich habe mich am Anfang gewundert, warum in diesem riesigen Universum jetzt plötzlich wo so melancholisch inzwischen seit Tony Stark aufgibt langsam und sich langsam bettet für den letzten Schlaf, dann tatsächlich da an der Stelle Captain Marvel auftaucht. Und aber ich war dann zufrieden, da können wir ja nachher auch nochmal drüber reden, wie so die das Balancing der einzelnen Figuren so war, deiner Meinung nach. Da hat es nämlich so das eine oder andere gegeben, was ich so ein bisschen komisch fand. Mhm. Aber sie hatte ja hinterher nicht mehr viel zu tun, von daher war es dann nicht so schlimm. Also ich habe es dann mehr so als MacGuffin hingenommen. So, irgendjemand muss ihn ja finden und es blieben ja nicht viele. Ja, ich war auch kein großer Riesenfan von dem Film Captain Marvel, außer dass dort mal wieder Samuel L. Jackson in einer größeren Rolle dabei war. War das nicht unbedingt mein Lieblingsfilm und ich fand, das war auch meine Kritik zu Captain Marvel, die ist eigentlich einfach komplett überpowered. Auch in Captain Marvel macht sie den gleichen Move wie jetzt, dass sie einfach durch so ein Raumschiff fliegt und dann ist das Raumschiff Schrott. Das gleiche hat sie dummerweise jetzt wieder gemacht. Und und außer dass sie eine neue Frisur hat, war da nicht so viel mit. Ja, das ist ein bisschen das, worauf ich eben anspielen wollte. So, zumal ja kann ich zumindest schon mal sagen, warum ich das meine. Sie müssen natürlich über diese gesamte Strecke hinweg den einzelnen Helden auch ihre Position geben und auch ihre Möglichkeiten, sich zu präsentieren.
Nur wir wissen, dass der Hulk und Captain Marvel eigentlich ziemlich OP sind, wenn es drum geht. Und ich finde, diese beiden sind, ich weiß, dass das nicht geht. Also bevor sich jetzt dann einige aufregen, wird nicht funktionieren, das mit so vielen Helden zusammen in so einer Situation richtig hinzubekommen. Aber ich fand die beiden halt eben einfach dann zu weit beschnitten von ihrer eigentlichen von ihren eigentlichen Fähigkeiten. Und mit diesem, ich zerstöre mal eben schnell so ein Raumschiff-Ding, haben sie zumindest noch mal die Möglichkeit gegeben zu zeigen, was sie könnte. Aber da kommen wir dann am Ende dann drauf. Am Ende trägt sie ja dann doch nicht so richtig bei. Ja, richtig, genau. Also wie gesagt, ich bin ja im Nachgang auch recht glücklich drüber, weil für mich, wie gesagt, sie eigentlich total overpowered ist. Sie ist wie Superman ohne Kryptonit. Ja. Ja, wo ist ihre Schwäche, ne? Ja, genau. Sie hätte das Ding alleine zu Ende bringen können. Da musste sie nicht tagelang durchs Weltall fliegen und erstmal Iron Man einsammeln. Genau, richtig. Also, dass das Löcher hat, ist klar. Wie gesagt, es ist schwierig bei so einer Riesengeschichte und mit so vielen Charakteren und so vielen Helden, das irgendwie hinzubekommen. Das sehe ich ein. Und dass man dann irgendwann riskieren muss, dass man den einen oder anderen zu sehr beschneidet oder den anderen zu viel machen lässt. Das ist mir völlig klar. Es ist mir nur bei diesen beiden besonders aufgefallen. Ja, richtig. Und ja, und für viele war es ja dann auch überraschend, nachdem die sich dann zusammengerafft haben und gesagt haben, so jetzt machen wir Thanos kalt, klauen ihm die Steine und richten wieder alles. War es natürlich krass, dass die, wie sie bei ihm dann angekommen sind, ihn mal einfach geköpft haben und ja, dann war es vorbei, ne? Eine meiner es wurde sogar Schwarzblende, da hätten sie auch jetzt den Abspann zeigen können, so, Endgame, ja, fertig. Danke, schön, dass ihr da wart, Edge. So. Ja. Und auch da hat man schon so diesen gebrochenen Charakter Thor natürlich ja, gemerkt. Thor spielt, vor allem sie ziehen es ja mit ihm durch quasi. Ja. Und das, also es trägt ja bis zum Schluss die Trauer und seine, die Tatsache, dass er nun, ich weiß nicht, wie oft war es, dreimal über die gesamte Zeit jetzt tatsächlich auch gescheitert ist an verschiedenen Stellen, dass das irgendwann dann A zum Suff und B dann auch mal zu einem überflüssigen Gewaltausbruch führt, ist jetzt seiner menschlichen Seite zuzuordnen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Er hat ja wirklich im Grunde alles verloren, ne? Ja. Mutter, dann später Vater, Bruder, im Grunde seinen Planeten, im Grunde dann nachher nochmal im Grunde fast halb Asgard. Also ja, im Grunde hat er fast immer verloren. Und, er ist nie wirklich als echter Triumphator aus den Filmen, an denen er beteiligt ist, rausgegangen. Genau. Und, gut, man kann natürlich diskutieren. Man kann es höchstens diskutieren, ob das, wie nennt man es, Fettshaming, oder ob man wirklich so viele dicke Witze hätte machen müssen, aber alleine die Big Lebowski-Szene, wo Tony das so zu ihm sagte, war schon cool, ne? Ja. Aber sah ja auch geil aus. Ach, mit der er saß da in der Ecke und war am Pennen quasi. Ne? Mhm. Oder auch die Geschichte, die er dann ja über den Stein erzählt hat und seine Freundin, fand ich sehr süß. Alle waren gelangweilt und sagten nur aus. Und nur Ant-Man war voll fasziniert und hörte der Geschichte ganz gebannt zu. War schon schön. Und es dauerte nicht lange, bis ein wirklich großartiges Meme durchs Internet zog mit einer Polizeigeschichte, wo es hieß, irgendein Nordmann wäre bei einem brutalen Übergriff gegen einen 15-jährigen Fortnite-Spieler festgenommen worden. Die Fortnite-Anspielung ist natürlich gerade für Ältere wahrscheinlich uninteressant oder die haben es gar nicht realisiert. Gut, für uns Gamer, wir kennen es wenigstens. Ich habe es auch, muss ich ehrlich gestehen, nie gespielt, aber gut, hätte auch jedes andere Multi-Online-Spiel sein können. Aber ich glaube, der Zielgruppe entsprechend kam man da an Fortnite nicht vorbei, glaube ich. Ja, da magst du recht haben. Ja, apropos,
Ant-Man natürlich, der dann dank Splinter wieder zurückgekommen ist. Ich habe auch überlegt, also ist klar, ne, du hast nicht viel Zeit und du musst dir überlegen, wie kriege ich den jetzt ins Spiel? Aber ne, produzierte Zufälle wirken schon schwierig, ne, so. Ja. Also ich hab's irgendwo anders gehört. Man hätte ja auch einfach hier den Sicherheitsmann, hier den Asiaten von Hangover, der da als Sicherheitsmann war, der hätte ja auch da einfach mal durchgehen können und sich ein paar Sachen angucken können und dann da drauf rumdrücken können, so nach dem Motto, ich klaue jetzt das Auto oder irgendwie sowas, ne? Und dann kommt er raus oder so. Das hätte man ja auch machen können, als irgendeine Ratte da durch Zufall über das Pult die passenden Knöpfe drücken zu lassen, ne? Also, ja. Gut, er war dann wieder da, dann hat mich das Ganze so ein bisschen an Zurück in die Zukunft 2 erinnert, wo er durch diese verwahrloste Stadt läuft und dann auch noch den Jungen fragt, ey, was ist denn hier passiert? Ja. Und der Junge natürlich gar nicht mehr darauf reagiert, weil, ne, hallo, 5 Jahre lang ist das schon so, seitdem Thanos Schnips gemacht hat. Mhm. War cool und vor allem dann auch, das fand ich eine sehr emotionale und sehr schöne Szene, wo er dann seine Tochter in den Arm nimmt und die ja jetzt dann mal eben 5 Jahre älter geworden ist. Ja, vorher die Suche bei den Stelen da in dem wo die Namen der Verschwundenen draufstehen. Ja, stimmt, genau. Das ist ja überhaupt geht er jetzt erst hin, ja. Das ist ja tatsächlich überhaupt die Stimmung der ersten 30 Minuten, ohne jetzt zu sehr auf die Tränendrüse zu drücken, trotzdem diese gesamte Trauergeschichte, wie ist es den Überlebenden ergangen, seit dem ersten Schnipsen, Trauerbewältigung und so, das ist, glaube ich, Cap, ist überhaupt die ganze Macht Cap Stimme. Auch, ne? Captain America alle. Mit seiner Trauerbewältigungsgruppe. Ja. War übrigens, das eine war einer von den Russo-Brüdern, von einer war der Regisseur und das andere war einer von den Comiczeichnern. Frag mich aber nicht welcher. Fand ich halt auch eine nette Geschichte, dass sie sich da so reingebracht haben. War die ganz nett. Auch Black Widow ist ja ziemlich, er hat auch eine Depression, ne? Und ja. Also im Grunde bauen wir erstmal alle, in die Bewältigung und in die Situation ein, wo stehen wir denn jetzt nach den, 5 Jahren jetzt? Genau. Und durch die Wiederankunft durch Ant-Man und dadurch, dass bei ihm nur 5 Stunden vergangen sind, kam er dann auf die Idee, hey, wir könnten noch eine Zeitmaschine bauen. Ja, Spitzenidee. Und wer könnte das nicht besser machen, technisch bewandt, als natürlich Iron Man oder Tony Stark, wo sie ja dann auch hinfahren. Und das war dann auch, vor allem wie er dann zu dieser Hütte ging, hätte man ja auch noch meinen können, das hat man, glaube ich, extra gemacht. Es könnte auch ein Hund sein, ne? So ein bisschen so wie so eine Hundehütte und dann kommt aber seine Tochter zum Vorschein, seine Tochter, was für mich natürlich als alter Zurück in die Zukunft Veteran natürlich sofort ein Problem für mich erstmal dargestellt hat, weil selbst wenn die dann in die Vergangenheit fahren und nach der Zurück in die Zukunft Logik, würde sich ja dann diese Zukunft auflösen oder lass uns einfach auf dieses auf diese Zeitreise-Geschichten zu sehr eingehen, weil da finden wir noch einiges an Merkwürdigkeiten. Also alleine die Formulierung, also für mich war dieses Zeitparadoxon-Gedöns und die daraus entstehenden Schwierigkeiten war für mich durch, als er gesagt hat, ich will zwar helfen, ich möchte gerne, dass alle wieder da sind, aber ich möchte nicht das verlieren, was ich jetzt habe. Aber nach der Logik funktioniert's ja, ne? Also die nehmen sich ja aus der Vergangenheit nur die Steine, die leihen sie sich ja quasi nur. Genau. Und nachher bringen sie an die gleiche Stelle wieder zurück, sodass sich nichts in der Vergangenheit ändert. Ja, alles gut. Aber wenn das so nicht funktioniert, also rein. Ja, das ist die Logik in diesem, also ne, so funktioniert Zeitreisen bei Avengers im Verhältnis zu denen, so wie was aus den Filmen, die aufgezählt haben. Lustigerweise haben sie Quantum Leap in Englisch genannt und nicht in Deutsch. In Deutsch hieß es ja Zurück in die Vergangenheit, aber da haben sie den englischen Titel genannt, weil den Ant-Man einmal, glaube ich, kurz erwähnt, wo sie diese ganzen Filme aufzählen. Kleiner Random Fact. wie gesagt, das war der Teil,
da war ich dann damit durch und dann habe ich mir gedacht, komm, das Fass brauchen wir nicht aufmachen. Und Professor Hulk, was sagst du dazu? Ja, das ist wieder die, das ist der Teil, wo ich eben mit Captain Marvel angefangen habe. Ich finde es okay, dass sie, weil sie die Zeit auch nicht haben, dieses Hin- und Her-Gespringe zwischen dem Grünen und dem Nicht-Grünen, die daraus resultierende Comic finde ich gut, mit dem Höhepunkt dann in der dieser wirklich wunderbar gespielte Wutausbruch dann zu dem Angriff auf New York, wo er so völlig ja. merkwürdig so, oh, ich bin so wütend auf dieses Taxi boxt und so, weil er da ja nun wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf hat. Das finde ich okay, ob es jetzt der Rolle geholfen hat, weiß ich nicht. Es passt schön rein, weil sie sich jetzt sie können sich diesen Umweg über die Verwandlung und dieses Hin und Her können sich sparen, ziehen ihm einfach dauerhaft ordentliche Sachen an, er kann ordentlich mit uns reden. Ja, finde ich nicht die beste Lösung, aber dadurch verliert er einfach an Volumen. So. Ja, also ja, genau. ist halt eben einfach nicht das Gleiche. So, weil für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat den Hulk halt eben immer auch neben der Tatsache, dass er eben auch der im Zweifelsfall stärkste Charakter in diesem Universum ist, hat diese daraus resultierende besondere Wut auch immer eine Besonderheit ausgemacht. Und die fehlt dem und dann eben durch diese komische Einlage zusätzlich nochmal unterstützt halt völlig. Und das fand ich halt, naja, eher ja, so, nee. Man hat es dann in New York 2012 ja auch wieder gesehen, dass beides funktioniert. Ne? Allein auch, dass sie dann wieder mit dem wütenden Hulk die Szene haben mit den Treppen. Ne? Ja. Also das hat ja trotzdem funktioniert. Also es funktioniert auch auf einer anderen Weise, ne? Aber es funktioniert halt auch. Und ja, Professor Hulk hat ja dann auch erst nochmal versucht, sich selber an der Zeitmaschine so ein bisschen zu betätigen und hat dann erstmal Ant-Man einmal als Baby, als Kind und einmal als alter Mann hin und her durch die Zeit reisen lassen. Mhm. War wieder so eine typische Marvel-Szene, die es nicht unbedingt gebraucht hätte, vor allem, weil der danach, nachdem Hawkeye auch wieder geholt worden ist, der ja dann auch nochmal diesen Test gemacht hat, ne, wo er dann in die Vergangenheit zu seiner Familie gereist ist. Exakt. Ja, deswegen hättest du es nicht gebraucht. Damit hätten wir das eigentlich. Ich glaube, sie haben sich am Ende entschieden, wir lassen beide drin. Ja, ist ja lustig. Ich glaube, ursprünglich war nur eine davon geplant. Es fühlt sich so an. Ja, und ja, dann holen sie quasi das Team wieder zusammen und da kommen wir dann. Ja, genau. Und dann kommen wir dann natürlich auch neben Hawkeye, der in Asien ordentlich am Schnetzeln ist. Auch eine sehr schöne Szene, ne? Plötzlich so auch vom Stil her ganz anders. Und natürlich mit einem sehr bekannten asiatischen Darsteller, frag mich nicht nach dem Namen, aber er war auch zuletzt in Westworld und taucht eigentlich immer wieder auf, wenn mal wieder irgendwie so ein Kampfkunst-Experte oder so benötigt wird, gefühlt. Ja, immer wenn es um charismatische Asiaten geht, gibt's halt, glaube ich, irgendwie nur drei oder so, die es auch in Amerika und in Europa zu so viel Bekanntheit geschafft haben, dass du die Gesichter da immer wieder irgendwie hinstellen kannst und jeder weiß, alles klar, hier ist jetzt tatsächlich Asien. Ja, kommt auf jeden Fall so rüber und ja, dann kommt natürlich auch, dann holen sie Thor aus New Asgard und ja, da kommt die besagte Szene, die du genannt hattest und war natürlich einer der größten Lacher und ich glaube auch der Überraschungen, weil man es vorher nicht ahnen konnte und er in den Trailern nicht gezeigt worden ist. Thor ist jetzt so ein bisschen mehr wie ich, hat ein bisschen Bierbäuchlein, ein bisschen mehr Plauze und Vollbart und lange Haare und lässt sich ordentlich gehen. Na, ich jetzt nicht, das hat nur er. Nee, Vollbart nicht, aber naja, lassen wir das. ja, auf jeden Fall, ja, kommt er mit, weil es Bier gibt auf dem Weg dahin.
Ja. Und taucht dann, wie wir es gerade schon mal kurz erwähnt haben, so ein bisschen Big Lebowski-mäßig auf. Und ja, der Zufall lässt es halt zu, dass es drei Steine in New York gibt. Deswegen gibt es ein Team, was nach New York 2012 reist. Loki und das Eichhörnchen, Rocket, reisen nach Asgard und müssen dort Natalie Portman das schwarze Zeug wieder aus dem Körper saugen. Mhm. Und die anderen vier einmal nach, ich frag mich nicht, wie der Planet hieß, da wo Guardians of the Galaxy 1 anfängt, wo Quill dann auch so schön am Dancen ist. Das war auch eine sehr schöne Szene. Ja, genau. Und natürlich auf Volmir oder Womir oder so, da wo auch der Seelenstein ist und also wo auch hier quasi Red Skull immer Wache schiebt, genau. Aber ich weiß nicht, auch das habe ich irgendwo letztens noch gehört. Eigentlich hätte ich gerne die Rückreise gesehen, wie Captain America alle Sachen zurückbringt. Dann kommt er auch zu Red Skull, sagt, hi, ja, guck mal, wir kennen uns doch noch und gibt da den Seelenstein wieder ab oder oder nach New York, okay, drei Steine wegbringen, aber gerade Red Skull fand ich lustig. Oder halt auch da auf den Planeten wieder zurück. Also wäre auf jeden Fall lustig gewesen und vor allem die Szene mit Red Skull hätte ich ja gern gesehen, aber gut, die haben wir nicht mehr gesehen. Also das ist der Plan, drei Teams, mehrere Steine müssen geholt werden. Dadurch hat man natürlich schöne Referenzen und viele Möglichkeiten, in den alten Filmen sich zu suhlen, gerade auch Avengers 1. Man merkt sofort, oh, das Bild war heller, New York und die alten Helden wieder zu, also so wie sie vor, also wie sie vor ein paar Jahren aussahen, die nochmal zu sehen. Loki natürlich zu sehen und da war der Einstieg natürlich schon gemacht für die Loki-Serie, die bei Disney Plus starten soll. Denn Loki schnappt sich den Tesserakten am Ende und verschwindet, was ja eigentlich wodurch dann ja ein anderer Zeitstrahl sich entwickelt, wo nämlich Loki an der Stelle entkommt und das soll wohl, so vermutet man, dann Bestandteil der neuen Serie sein, wo Loki dann mit diesem Stein entkommen ist. Guck. Genau, guck mal. Ja, war, also New York war natürlich wahrscheinlich mit fast das größte Highlight, weil man da auch wirklich im Avengers Endkampf Teil 1 wieder war. Genau, ne? Auch die wahrscheinlich aufwendigste Referenz in der ganzen Geschichte. Ja, meine Lieblingsszene, muss ich ja ehrlich sagen, war dann die Anspielung auf Captain America 2, wo Cap dann in dem Fahrstuhl ist. Ja. Mit den Hydra-Leuten, ja, was man zu dem Zeit, und auch Edmund vorher schon sagte, das sieht man doch, dass das die Bösen sind. Fand ich sehr schön. Und wie er dann nur so flüstert, Heil Hydra. Und dann kommt er raus und sie haben ihm einfach so das Ding gegeben. Ja, genau, total geil. Ich dachte, jetzt gibt's wieder so eine Schlacht im Aufzug, so wie bei Cap. So eine Schlägerei. Nee, er sagt, Heil Hydra. Und er kommt raus und hat den Koffer unterm Arm. Ich habe sehr lachen müssen. Ja, fand ich auch super. Und auch da, das sind alles so Anspielungen, die versteht keiner, der diese ganzen alten Filme da nicht gesehen hat, ne? Ja. Wie denn auch? Ja, natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn du es nicht gesehen hast, feuert es dich nicht aus der Kurve, ne? Wenn du es nicht gesehen hast. Ist dann eben so. Ja, dann, also es zerstört ja wenn, nicht wenn du, den, wenn, den Fluss. So. Nee, aber wenn du Shield und Hydra nicht kennst, dann kann es schon eng werden. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mich genug drauf einlasse, dann, also mich hätte das jetzt nicht aus der Kurve geworfen da an der Stelle, weil es den Fluss einfach nicht stört. Zumal es ja auch direkt dann quasi auch mit ein bisschen Action weitergeht dann. Ja, genau, richtig. Also zumindest nicht jedes Detail. Gut, schön. Schön war auch bei New York mal zu sehen, okay, die Jungs, die Magier, nicht natürlich Captain, Doctor Strange war natürlich fünf Jahre zu früh, aber dass man, wie hieß sie denn nochmal? Weißt du den Namen noch? Tilda Swinton gespielt, aber ich weiß ihren Charakterrolle nicht mehr. Wie heißt sie denn? Ja, auf jeden Fall diese Hüterin, ne, von dem Zeitkristall zu dem Zeitpunkt. Ich kenne die nur. War halt schön. Aber ich weiß nicht, ob das der Rollenname ist. Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber das war halt auch eine sehr, sehr schöne Szene, ne? Ich meine, es wäre die älteste. So wird sie doch in Doctor Strange vorgestellt.
Ja, genau. Also, ja, richtig. Als Benedict Cumberbatch da in das zu ihr dahin kommt, reden die doch die ganze Zeit nur von der Ältesten. Ich weiß es aber auch nicht besser. Sei es drum. Auf jeden Fall fand ich schön, dass sie es so mit verknüpft haben, weil man die natürlich damals in Avengers 1 nicht kämpfen sehen hat, ne? Nee, da nee, gab es die halt. Nein, die gab es in dem Bereich nicht, ne. Genau. Das fand ich halt schön und ja, das dann. Wie gesagt, dadurch, dass sie den Tesseract nicht gekriegt haben, denken sich, okay, dann reisen wir halt noch ein bisschen weiter zurück und gucken mal, weil sonst kommen wir nicht wieder in die Gegenwart wegen den PIM-Partikeln. Wo finden wir denn noch PIM-Partikel und vielleicht den Tesseract gleichzeitig? Ah, siehe da, 1970 in der Kaserne. Beides da, super. Also reisen Cap und Iron Man dort nochmal zurück. Und da gab es halt nochmal eine schöne Szene. Einmal ein kurzes Wiedersehen schon mit Agent Carter und Cap, aber die sehen sich nicht, nur er sieht sie. Und natürlich einen tollen Dialog. Eine schöne Szene ist mit der Spiegelung in dem Fenster. Ja, genau. Fand ich auch. Er steht da ja so in dem Dunkeln. Ich hatte sogar in dem Moment damit gerechnet, dass man noch mal so einen Umschnitt sieht, wie sie an diesem Schreibtisch steht, nach unten guckt und man ihn dahinter sieht und sie dann hochguckt und dann ist er weg und sie das Gefühl hat, weißt du, so ein Klassiker, wie ihn viele Regisseure wahrscheinlich an der Stelle gemacht haben. Aber das haben sie sich gespart. Richtig, das haben sie sich wirklich gespart. Und und dann gab es halt noch ein schönes Wiedersehen zwischen Robert Downey Jr.'s Vater und, also zwischen Tony Stark und Howard Stark, ne? War auch sehr, so sehr schön. Und Vater-Sohn-Geschichten aufarbeiten. Ja, genau. Auch, dass er ihm nachher einen Arm nimmt, wo er natürlich überrascht war. Ja, war schon schön. Aber ganz spannendes Feature oder ganz nett, bei Captain America 1 wurde Howard Stark ja noch von jemand anderem, nämlich Dominic irgendwas gespielt. Ich komme auf seinen Namen nicht, aber vom anderen Schauspieler. Und dann in den Iron Man-Filmen, wo dann Howard Stark schon älter war, wurde er halt schon von diesem Schauspieler gespielt. Und ja, man hätte jetzt, weil es genau in der Mitte quasi lag, hätte man den oder den nehmen oder können. Und man hat sich dann wohl für diesen jetzt in dem Fall hat man sich halt entschieden. Und ich denke, war auch gut. Auch schön, dass der Butler, der Chauffeur, wie hieß er? Friday. Nee, der Chauffeur? Das ist Jarvis. Das stimmt, das ist Jarvis, genau. Wusste ich gar nicht, dass auch von Howard Stark schon der Chauffeur auch Jarvis hieß. Mhm. War mir nicht bewusst. Und hat sogar die gleiche Stimme wie Jarvis gehabt. Ja, genau. Das war auch sehr schön. Ja, und dann haben sie den Stein und dann geht's wieder in die Gegenwart. Dann gab es halt natürlich Thanos aus der Vergangenheit, der dann natürlich durch Nebula, dadurch, dass zweimal Nebula vertreten war, dort an Informationen kam, dass die Avengers da sowas versuchen und er konnte dort dazwischen funken und Nebula quasi austauschen. Also ich fand es schön, auch diesen Magier von Thanos wiederzusehen, weil ich den auch echt cool fand bei Infinity War, auch mit dem Kampf mit Doctor Strange, auch wenn er jetzt leider wenig Screentime hatte. Und und Thanos hat halt nicht so eine Tiefe jetzt der Thanos hat nicht so viel Tiefe wie der Thanos, den man vorher kannte, weil Infinity War war ja quasi eher ein reiner Thanos-Film und man hat mehr Thanos gesehen als alles andere. Aber war okay und den Stein hatte man ja einmal, Quill musste man einmal K.O. schlagen und hat sich dann den Stein dort geholt. Und der andere war halt auf diesem Planeten, wo auch schon Thanos seine Tochter opfern musste. Ja. Da wusste natürlich jeder zu sehr, was da passiert. Und da war man hin und her gerissen, oder? Oder fand hast ich du. Fand ich ihn, ja, ich fand es den schwächsten Teil. Auch weil das. Ich war tatsächlich hin und her gerissen. Wie soll ich es denn sagen? Also, mir war klar, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das ein bisschen strikter vonstatten geht. Also dieses Hin und Her hat mich dann einfach gestört. Und dann war es halt okay. Na, mir war aber klar, dass es, das deutete sich an, dass das Hawkeye da dann am Ende den Weg zurückschafft.
Ja, allein weil er halt ja auch Family hat und so war genau, schon, war ne, mir, gerade wenn man war, dann die Anfangsszene. Genau, es war mir, genau. war mir klar, dass relativ schnell klar, auch in diesem Gespräch und wie sich das entwickelt hat, dass das, was ich befürchtet habe, passieren wird. Ja, Natascha. Sie bekommt ja wohl noch einen Film, genau, wir haben vorhin ja von ein paar Filmen gesprochen. Soll wohl noch eine Prequel-Geschichte von ihr geben. Zumindest ist das in den. Ja, da denke ich mir aber auch, braucht man's? Ich bräuchte es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Also ja, ob da genau. drin ist, tatsächlich. Und sie war jetzt in so viel Filmen und irgendwann ist auch mal. Also für mich braucht es nicht. Und ich denke mir dann eher so, das passte, das war jetzt ein rundes Ende auch für sie. Und damit ist auch gut. Oh. Ja, wie gesagt, die Frage ist sowieso, wie viel brauchen wir davon noch? Ja, genau. Ja, genau. Und wie du schon sagtest, Hawkeye kommt zurück, alle sind zurück. Es wird geschnipst, von Hulk darf schnipsen. Und dann gibt's noch mal im Endeffekt jetzt, ohne das im Detail zu besprechen, gibt's natürlich die ganz große Endschlacht, wo sowohl so Szenen sind wie Captain America, der dann den Hammer tragen darf oder kann von Thor. Und generell halt, da tauchen dann wirklich ja alle auf. Ne? Alle kommen durch diese Portale, die Dr. Strange öffnet, kommen dazu und kämpfen Seite an Seite. Was übrigens ein schönes Bild ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da gibt's zumindest der Aufmarsch ist, man kann ja über die gesamte Schlacht auch im Verhältnis zu zum Beispiel der Schlacht in Infinity War kann man ja denken, was man will, aber dieser Aufbau und das Positionieren aller auch inklusive dem in Anführungszeichen der blauen Gwyneth Paltrow in ihrem Iron Woman Anzug und so, das kann man ja alles, also ob die Schlacht dann hinterher das liefert, was man erwartet hat, weiß ich nicht, aber der Aufbau und die Positionierung und dieses Abfeiern der aller wichtigen Geschichten fand ich wirklich schön auch orchestriert da an der Stelle. Ja, absolut. Ja. Das schon. Es gibt sogar wohl, da muss ich mir aber noch mal selber anschauen, ich habe es nur im Internet gesehen, entweder war es ein gutes Fake oder er taucht wirklich kurz auf. Es gibt dann angeblich die Szene, wo, wenn man The Wasp sieht, hier deine Hobbit-Frau. Angelina Lilly, genau. Wenn die da zu sehen ist, dass man dann wohl rechts weiter im Hintergrund, im Bild Hintergrund angeblich Howard the Duck sieht. Okay. Wenn das jemand bestätigen kann, ja, bitte. Gerne mal schreiben, aber entweder ist es ein gutes Fake-Bild gewesen oder die haben ihn da wirklich reingeschummelt, was mich jetzt nicht wundern würde, aber wäre auf jeden Fall lustig. Ja. Jetzt fällt es mir auch ein, Rescue ist die Figur von Pepper Potts quasi. Genau, die blaue Iron Woman heißt Rescue. Genau, das ist aber das. Was denkt die sich eigentlich, wenn die da kämpft? Schon mal vor, die wäre auch gestorben, dann wäre das Kind eine Vollwaise. Genau, das ist auch, jetzt hast du es mir vorweggenommen, ist auch einer von den Blödsinnigkeiten. Aber hey, sie gehörte dahin. Ne? So. Es mussten alle ran. Ja, scheinbar. Das muss ja einmal. Es müssen alle nochmal ran. Sonst hätte es vielleicht auch nicht geklappt. Da sind wir wieder bei den 14, nur eine Variante von 14 Millionen klappt es, Thanos zu besiegen. Und in der muss wohl Pepper dabei sein. Ja, so ist es. Ja, und dann kommt es natürlich zum dramatischen Tod. Hast du damit gerechnet, dass mehr sterben? Oder hast du damit nicht gerechnet, dass überhaupt viele sterben? Doch, oder? Also dass nicht alle bleiben, war mir klar. Ich habe sogar ein bisschen gedacht, es könnten eventuell mehr werden. Also nicht viel mehr, aber dass es nicht alle zurückkommen, war insofern klar, als dass noch weniger funktioniert hätte als zu viele. So. Also ein bisschen was musste und gut, wir waren ja jetzt auch wenn man nicht gespoilert wurde zum Film,
Hatte man immer so ein bisschen den im es schwang ja in vielen so Interviews und so die Informationen mit, dass Robert Downey wohl irgendwie keinen Bock mehr hat. So. Ja, gut. Und da wird es wohl auch für die Zukunft für zweimal warm Essen reichen am Tag. Und ich denke, dass ja, ich war nicht wirklich überrascht, aber ich war okay mit dem, so wie es ausgegangen ist. So, es musste jemand auch auf der Strecke bleiben, weil so eine Schlacht geht nie ohne Verluste aus, wer es jetzt am Ende ist. Und wir waren ja vorbereitet, dass nicht alle zurückkommen. Wir hatten ja gerade die Szene mit Black Widow und so. Genau. Und Tony muss doch wissen, was er verdient hat. Man hat im Grunde ja drei der Ur-Avengers von den sechs im Grunde mehr oder weniger erstmal aus der Gleichung rausgenommen. Und Hawkeye im Grunde auch in Rente gesetzt. Schön fand ich noch die Szene, dass er dann nochmal beim Schnipsen seinen Satz "Ich bin Iron Man" genannt hat. Fand ich noch ganz nett. Und dann war's das. Aber mit Tony Stark. Ich glaube, diese ganze Geschichte, oder um es mal andersrum zu sagen. Ich glaube, dass der Tod von Tony Stark und damit das Ende von Iron Man auch insofern konsequent ist, als dass dieses Ganze, zumindest für mich, also für mich als Seher, vielleicht siehst du das ähnlich, dieses ganze Ding um die Avengers mit Iron Man 1 tatsächlich auch wirklich erst Fahrt aufgenommen hat. Also für mich beginnt das mit Iron Man und endet jetzt auch wirklich schön, also schön, Entschuldigung, also endet konsequent mit dem Tod von Tony Stark an dem Ende des Avengers-Strang. So, und dann kann ich das jetzt auch als abgeschlossen akzeptieren. Das war's mit den Avengers. Ja, genau, auf jeden Fall in der Form, so wie wir sie kennengelernt haben in den letzten 10 Jahren. Ja, eben. War nicht Iron Man auch der erste oder war Hulk sogar davor? Jetzt rein zeitlich, gute Frage. Also Hulk müssten wir jetzt mal nachgucken, ne? Ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, ist jetzt auch nicht super wichtig, aber ich war auch am Überlegen, ob jetzt, aber deswegen die waren ich ungefähr gleich. Gesagt, für mich war das halt der Anfang von all dem, so wo das ist Fahrt so, aufgenommen hat. Und das schließt damit auch wirklich. Der erste Film war tatsächlich Iron Man, aber im April, und Hulk war im Juni, sehe ich gerade. Ja, okay, guck, dann waren also, die aber auch wirklich beide im gleichen Jahr, ne? Weil da gab's auch schon eine After-Credit-Scene, ich glaube, da taucht Tony Stark bei Hulk auf. Ne? Ja, waren ja auch nur 3 Monate irgendwie, ja, April und Juni, dann 3 Monate auseinander. Aber wie gesagt, also nicht nur zeitlich, sondern mit diesem ganzen, auch was daraus geworden ist und so weiter. Meine Assoziation, nicht nur zeitlich, sondern von dem Beginn dieser ganzen Geschichte und dem ganzen Drive, den das genommen hat, steht einfach Iron Man am Anfang als der Anfang und der Tod von Tony Stark am Ende von Endgame jetzt als Abschluss dieser ganzen Avengers-Geschichte. Ja. Das finde ich mehr als konsequent und ich bin sehr, sehr okay damit. Genau, sehe ich auch so. Und dann gibt's auch einen Abschied im Grunde, ne? Worauf spielst du? Nach der Beerdigung. Hilf mir kurz. Ja, wir werden uns verabschieden von Captain America. Ach, richtig. Ja. Jetzt bin ich, alles klar. Ja. Jetzt bin ich, damit ist, dabei trifft das mit der Rente auch noch am allerbesten. Ne? Das Bild. Ja, richtig. Ne? Ja, also, ist konsequent, ne? Er ist dem Herz gefolgt. Ja, richtig. Und für ihn das beste Ende, was er kriegen konnte, oder nicht? Ja. Genau. Und er hat
Er hat ja nun wirklich alles gesehen, ne? Und ich glaube, er hatte es auch, also du kannst das auch aus Sicht von Captain America, kann man es auch gerne satt haben, glaube ich. Ja, und wenn auf dann, jeden Fall. Wenn du dann auf diese Art und Weise noch das Mädchen kriegst und dann in aller Ruhe und in seine Zeit auch zurückkommst, ne, in genau. der er groß geworden ist, ne, muss man ja auch dazu sagen. Ja, kann das Leben, das mit Captain America in 2011 sozusagen verloren gegangen ist. Ja, fand ich, wie gesagt, auch wirklich ein schönes, rundes Ende, wobei ich schon ein bisschen überrascht war, dass Bucky nicht den, also ja. der Winter Soldier nicht das bekommt, sondern in Anführungsstrichen. Das fand ich auch interessant. Ja. Wobei auch die beiden ja eine Serie bei Disney Plus bekommen, die bisher noch Falcon und Bucky Barnes oder Winter Soldier hieß und wird wahrscheinlich jetzt irgendwie auf Captain America sein. Vor allem, weil der Falcon ja keine Kräfte hat. Bucky hatte wenigstens, ne? Der war ja im Grunde das Pendant zu Captain America und, von den Russen. Und meines Erachtens nach ja auch, also zumindest für mich gefühlt, ich stecke jetzt da nicht so super drin, aber es fühlte sich so an, als wären die beiden sich näher als. Ja, logisch. Sehe ich genauso. Sind sie eigentlich ja, auch? Ja, und die Frage also, ist. So wurde es jedenfalls auch in den Filmen immer propagiert. Ja, und worauf wollten sie hinaus damit? Ja, richtig. So. Aber, ja, aber zumal auch Bucky ihn ja sogar schickt. Ne? So. Also ihm zeigt, ich bin gut damit, geh hin. Ja. Interessant, richtig. interessant. Genau. Ja, und das war's dann auch im Grunde, oder? Habe ich irgendwas am Ende vergessen? Diese endlose Fahrt bei der Beerdigung war noch mal spannend. So, da standen sie dann ja noch mal alle interessant auch positioniert. So, haben sich ja so sehr was dabei gedacht, wie die Leute da standen. Vor allem mit Nick Fury am Ende oben auf dem so als letzte Figur, der ja noch mal so aus dem etwas dunkleren tritt. So, richtig, ja. Haben wir noch einen Abschluss für irgendwelche wichtigen Figuren vergessen? Ja, also Captain Marvel steht bloß blöd rum. Tom Holland, also Spider-Man, ja. kriegen wir noch zu sehen. Ja, stimmt, haben wir genau. Den letzten Film aus Phase 3. Fehlt noch einer? Was ist mit, gab's noch, wo ist, war noch irgendwas Besonderes? Scarlet Witch, also Elizabeth Olsen? Auch nicht, ne? Nö. Ja, gut, die hat noch eine Verabschiedungsszene mit Hawkeye, weil die natürlich auch noch mal Black Widow so ein bisschen huldigen, ne? Mhm. Das gab's noch, aber sonst. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht. Und dann kam der Abspann, wo so ein bisschen, das hat mich an Star Trek 6 erinnert, wo die Namen nochmal alle geschrieben wurden. Fand ich eine schöne Sache. Also auch ihre mit ihren Autogrammen, ne? Genau, diese Autogramme der Schauspieler, ja. Genau, nach den Hauptcredits kam dann nochmal so irgendwie Artwork und die Autogramme. Ja. Wahrscheinlich Huldigung der Produktionsfirma und Fanservice. Auf jeden Fall. Nee, war okay. Ja. Und ja, dann kam keine After-Credit-Scene. Ne? Nein, aber es gab dieses, das Audio-File, das hinten dran hing. Ne? Es gab ja, man hört ja am Ende dieses, das klingt wie das Schmieden von dem Anzug von Iron Man aus Iron Man 1. Ja, das war so eine Huldigung, so ein Abschluss. Wahrscheinlich. Ne? Also ich war am Ende diese Schläge, ne, von Metall auf, also wie beim Schmieden. Ich habe es dann, ich habe ein bisschen gebraucht, gebe ich zu. Also ich habe das jetzt nicht, bin da nicht 100% selber drauf gekommen. Ich habe dann am Ende
After-Credit-Scene irgendwie noch mal geguckt, ob ich irgendwas oder ob in Deutschland irgendwas gefehlt hat oder ob irgendwo anders noch was war. Und es gab ja Gemunkel rund um das, was das zu bedeuten hat. Aber ich glaube, da steckte gar nicht viel drin, sondern im Zweifelsfall einfach nur an der Stelle endet jetzt tatsächlich, was mit Iron Man begonnen hat. So. Richtig, als was anderes, also es soll, glaube ich auch nicht, dass es irgendeine Anspielung sein sollte, und für mich war das einfach nur ein rundes Ende und nochmal ein schönes Farewell in Richtung Robert Downey Jr. Ja. Mehr war das nicht. Ich denke auch, und ich habe auch nichts anderes mehr gelesen. Ja. So, dazu. Und hast du denn wahrscheinlich seinen letzten Cameo gesehen von ach, guck mal, heute habe ich es mit Namen. Stan Lee, natürlich. Der Autofahrer, der diese in dem Auto in den 70ern. Da ja, exakt, genau. Da, ja, das habe ich gesehen. Make love, not war. Genau. Und dann fährt er daher. Genau. Das habe ich gesehen, ja. Genau. Ja, und das war es dann erstmal für die ersten 10, 11 Jahre. Und ich sehe es halt so wie du auch am Anfang. Ein schönes, rundes Ende, mit dem man echt gut leben kann. Und dieses Mammutprojekt von wirklich 22 Filmen einen schönen runden Abschluss gegeben hat. Genau. Und ich glaube, dass das auch gut ist jetzt. So. Naja. Also es wird weitergehen, und ich freue mich auch auf ein Guardians 3 oder so, aber und vielleicht sind auch Charaktere wie, was weiß ich, Black Panther zu kurz gekommen. Oder vielleicht wäre es gut, noch einen Doctor Strange zu machen. Aber es fühlt sich doch auch jetzt wie ein Ende an. So, ich weiß, ja. Geld ist eine. So, wenn du mit Endgame mit 3 Milliarden rausgehst, dann denkst du dir, ach komm, da geht noch was. So, das sehe ja, ich richtig, das ist verlockend, ne? Ja, das sehe ich alles ein, aber ich weiß nicht. Echt. So. Ja. So, also für mich ist mehr als ein vielleicht so ist. Wobei ich jetzt auch tatsächlich zugeben muss, dass ich überrascht bin, wie gut dieses Spider-Man-Ding losgegangen ist, ne? Der Tom Holland Spider-Man. Ja, richtig. Ja, hätte ich auch nicht erwartet. Das fühlt sich so viel besser an als das davor. So. Wobei da ja nicht alles schlecht war, ne? Nee, auf jeden Fall. Aber, hey. Wie gesagt. Wir werden alt. Bitte? Wir werden alt. Ja, vielleicht sind wir auch nicht mehr Zielgruppe, aber als ich. Ja, irgendwann vielleicht nicht mehr. Wobei, wenn ich so die Zielgruppe oder die Leute sehe, die in Endgame reingehen, ne, das ist von bis, also ja, von aber daher, das funktioniert noch. Jetzt reingehen und die vor 10 Jahren, ne? 2008 mit Iron Man angefangen haben. Ja, stimmt schon. Ja, hast du recht. Ich weiß nicht so recht. Gut, machen wir einen Haken dran, würde ich sagen. Ne? War ein Endgame. Ja. Wollen wir vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, auch mal, da freut sich der Olli sicherlich, vielleicht mal kurz schon mal. Ach, Olli. Ja, Olli. Olli habe ich ja ganz vergessen. Ich grüße dich, lieber Olli, falls du das hörst. Du hörst das bestimmt. Ja, Olli hört weiter. Olli hört weiter und ich grüße hier unseren VIP-Fan und Hörer, den Olli, ganz herzlich. Genau, und der Olli, der ist ja großer Game of Thrones-Fan. Bei Game of Thrones musste ich übrigens, auch wenn ich schon wieder abschweife, mach ruhig. Auch in der Ahnung, dass wir was machen zusammen hier in diesem liebgewonnenen Format, musste ich an die Podcast-Zeiten von damals und in der Entstehung und in unserer Entwicklung denken. Und da waren ja auch sehr interessante Persönlichkeiten dabei, die wir in der Zeit getroffen haben. Ja. Und
Ein paar gibt's noch offensichtlich, die auch immer noch was machen, zum Beispiel zu Game of Thrones. So. Aber andere sind nicht wieder aufgetaucht. Bisher. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wer nicht aufgetaucht ist. Ich kann nur, wir hatten ja mal für ein paar Folgen den Teddy dabei, der macht weiterhin noch seinen Podcast. Macht der noch? Nicht, dass ich wüsste. Ja, ja? The Storm of Brains gibt es, ja, ja. Ja. Dann müssen, muss sich da aber einiges geändert haben, weil... Ja, die URL oder so hat sich geändert, aber zu den jeweiligen Folgen gibt es auch noch einen Podcast, kannst du noch mit anhören. Dem Philipp zusammen? Nee, ja, hieß mit dem Philipp zusammen. Ja? Okay. Dann für den Fall, dass du das hörst, Teddy... Schöne Grüße. Genau. Schönen Gruß nach Hamburg. Ja, und die Radio Citadel gibt es ja auch noch mit der Maria und der Frieda aus der Zeit. Ja, stimmt, genau. Ja, machen die auch aktuelle Reviews wahrscheinlich? Ja, die sind hatten nicht mehr so die Tiefe wie damals so. Mhm. Aber also ich habe ich habe auch bei also vielleicht gerade mal vorwegzunehmen, gerade Folge 3 scheint extrem zu die Gemüter zu spalten, also egal ob Schröck bei Kollege hier von Kino Plus, die machen ja auch Review, die sind alle sehr begeistert. Mhm. Wenn ich jetzt, dann bleiben wir bei Teddy, die haben quasi fast mit die schlechtesten Noten vergeben für diese Folge, die es bei Game of Thrones bisher gab. Mhm. Also es gibt dort scheinbar sehr unterschiedliche Meinungen, gerade zu der dritten Folge. Gut, die dritte Folge, ich finde die zweite Folge war ein großes Intro zur dritten Folge, also das typische, beim Film wäre das so die Ruhe vor dem Sturm, alle treffen sich nochmal, die einen pimpern und die anderen nicht oder was auch immer, oder trinken noch oder schlagen sich noch gegenseitig zu Rittern. Die erste Folge war halt einfach erstmal wieder alle positionieren, alle zusammenkommen, ne, gerade in Winterfell, und deswegen waren so diese ersten drei Folgen, fand ich auch sehr homogen zusammen, also gerade wenn man sie zusammenguckt, passt es, ne? Gibt's da gar nichts dran zu rütteln, so. Also natürlich fühlt sich das, wenn man zum Beispiel ein zweites Mal guckt, fühlt sich das natürlich sehr konstruiert und Fanservice-mäßig an, so, aber also, ja, du, ich habe die Folge abgefeiert. Also da gibt's doch gar nichts. Doch, ja. Also was? Jetzt kann man dieses Tränendrüsendrückerei kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Aber die Szene vor dem Kamin mit dem Ritterschlag. Also mehr kann man doch die Beziehung von den beiden da nicht feiern. Und er hatte auch noch Gelegenheit, alle haben Gelegenheit, sich gegenseitig in nur zwei Folgen zurückzuzahlen, was sie denn alles noch an Rechnungen offen haben. So. Ja, das war ja auch jetzt Folge 2, die war ja, ja auch ja. Recht gut bewertet, aber gerade Folge 3, dann, ich sag mal, die reine Schlacht wurde doch, also von einigen habe ich es als sehr kritisch wahrgenommen, also kannst du gerne mal reinhören. Ich schicke dir gerne mal den Link. Also, ja, aber andere, wie gesagt, fanden die Folge ähnlich wie ich halt sehr, sehr gut. Wir sind jetzt aber bei Folge 3, meinst du? Ja, genau. Wir sind bei der Schlacht. Ich dachte mir so, ich hatte das so verstanden, dass so allgemein die Kritiken, die Bewertungen nicht so gut waren. Gibt es auch, da du kennst ihn auch noch. Wir hatten ihn damals zu Gast, Wolf Speer. Selbstverständlich. Na, mit seinem Channel YouTube. An die, genau, Sex Cripples, ja. Sexy Cripples. Dort waren die überhaupt nicht begeistert von den ersten Folgen, von den ersten zweien. Die dritte, da habe ich noch sein Review noch nicht gehört. Von den ersten zweien waren die da nicht so angetan. Und wie gesagt, auch der besagte Bär aus Plüsch, der war auch nicht, oder die waren auch nicht so begeistert in dem Podcast. Deswegen habe ich schon beides gehört, und ich bin aber eher der Meinung, dadurch, dass das jetzt halt alles zu einem Ende kommt und man eigentlich diesen Druck eh kaum halbwegs den ganzen Erwartungen der ganzen Fans vielleicht wirklich zu 100% entsprechen kann, finde ich es aber halt sehr gut gelöst jetzt, ich sag mal, die ersten drei Folgen. Und die Schlacht, ja, vielleicht ist es strategisch nicht schlau gewesen, die Pferde einfach ins Dunkel loslaufen zu lassen.
war vielleicht ein bisschen dumm und man hätte es vielleicht taktisch alles ein bisschen anders aufbauen können, aber das ist natürlich auch der Dramaturgie geschuldet und aber dass es so in Wellen kam und wie es aufgebaut war und optisch dargestellt war, ja, mit den Drachen. In der Besprechung, ja, also in dem langen Review von dem Livestream mit Marco, hat einer von den dreien gesagt, ja, also ich weiß nicht, ich kenne den nicht, ne? Ich habe das jetzt nur nachgehört. Ich kenne auch nur den Marco. Nur, also gut. Es hieß, er wäre irgendwie, was weiß ich, Geschichte, irgendwie hätte der da Peilung. Ja, niemand auf unserem Planeten in der Zeit hätte das so gemacht. Aber es gibt auch keine Untoten. Ja? Das heißt, ja, okay, wenn ich mich manchmal so im öffentlichen Nahverkehr umgucke, bin ich nicht ganz sicher, vor allem nicht montags morgens. Aber gehen wir mal davon aus, wir hätten diese Situation. Dann, ja. Alleine diese Tatsache, also das Setting, hebelt ja alle Regeln aus. So. Und dort wurde auch irgendein Artikel im Wired zitiert. Dieses Phänomen nennt man wohl Custer, also von General Custer, der ja genau den gleichen Fehler gemacht hat, weil er die Stärke seines Gegners nicht kannte, ist er hingegangen, hat seine Truppen aufgeteilt und hat erstmal einen nicht unwichtigen Teil in der Hoffnung, was ausrichten zu können, nach vorne geschickt. Und genau das Gleiche ist passiert. Das heißt also, ja, grundsätzlich ist das eine ziemliche Dummheit. Aber wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast, kann man schon mal auf Ideen kommen. Grundsätzlich bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass Jon Snow zwar ein charismatischer Anführer ist, er und Danny aber besser nichts planen sollten. Schon gar nichts Strategisches. Ja, generell hat Jon ja auch nicht viel gerissen in der Schlacht, wenn man ehrlich ist. Ja, okay. Genau. Ja, nix. Eigentlich. Ist vom Drachen gefallen. Musste zweimal gerettet werden. Wurde dann vom Drachen festgenagelt und dann war die Folge zu Ende. Ja, und den Hauptbösewicht kriegt er auch nicht. Und, ich sag ja, er musste zweimal gerettet werden an der Stelle. Ja, genau. Ja, erst fällt er vom Drachen, dann muss er gerettet werden. Dann soll er endlich laufen, um Bran zu retten. Klappt nicht, weil er vom nächsten Drachen festgenagelt wird. Und dann ist die Folge zu Ende. Ja. Also, das war nicht Jon Snows Folge, um es mal so zu sagen. Das stimmt. Hat es dir denn sonst in der Summe gefallen, ja, die ersten drei Folgen? Mal abgesehen davon, dass man diese, also wir können jetzt, wollen wir die Dinge, du meinst in Summe, war die Frage. Ja, genau. In Summe war eine großartige Folge. Also, da gab es, glaube ich, nicht viel dran zu rütteln. Genau, und auch die erste Folge, würde ich sagen, oder auch die zweite. Ich fand bisher passt, die ne? Gesamte dritte Staffel gefällt mir ausgesprochen. Achte, Entschuldigung. Die gesamte achte gefällt mir ausgesprochen. Gut, dann sind wir ja einer Meinung. Also so die ersten beiden Folgen waren jede Menge Fanservice, das kann man mögen oder nicht. Aber die Tatsache, dass mit so viel Mühe erstmal alles versammelt wird, um dann die Sache anzugehen, finde ich mehr als schön so. Krieg ich einiges geboten. Ja, und die dritte Folge ist ja nun mal ganz großes Kino. Ja, sehr dunkel gehalten, ne? Einige hatten Probleme mit ihren Fernsehern. Ja, das darfst du halt nicht tagsüber gucken. Und selbst bei mir, ich habe einen relativ aktuellen OLED, die ja nun nicht dazu neigen, Schwierigkeiten mit Schwarz zu haben, da war es schon knapp. Ja, glaube ich dir. Und ich weiß nicht, hast du es über iTunes geguckt dann oder, nee, oder über Sky? Gesehen und das, okay, weil Sky hatte wohl eh Probleme mit der Bitrate. Ich habe es dann über Amazon in HD gesehen, genau. Da war es besser. Ja, genau. Und das ist das Problem auch wohl eher gewesen. Ich habe ja auch den stärksten QLED, den es gibt von Samsung und das war schon okay. Also da, klar, du sahst die Kompression manchmal so im Dunkeln, diese Artefakte so ein bisschen. Artefakte.
Genau, aber das hat dann auch nichts mehr. Und man hat mein Backlight-Dimming gemerkt, dass es bei einigen Szenen mal hin und her gesprungen ist. Gut, das Problem ist Gott sei Dank nicht. Nee, genau, das hat OLED nicht. Das habe ich sonst auch noch nie so erlebt. Also dann, die wollten das natürlich cineastisch und wie im Kino einfangen, aber trotzdem so dieses extrem Dunkle hast du sonst auch oft bei den meisten Filmen nicht, weil so, dass mein Backlight-Dimming so einmal kurz mal am Springen war, dass man sogar bemerkt hat, hatte ich sonst auch noch nie. Ja. Also technisch ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die es mir wert war, was es mir bisher nicht wert gewesen wäre bei Game of Thrones, mich auf eine 4K Blu-ray zu freuen. Oh ja, das sehe ich genauso. Ich freue mich auch wirklich. De facto eine 4K Blu-ray Folge. So, die alleine, da würde ich glaube ich klicken für ein paar Euro. Würde ich auch, absolut. Also das ist mir bisher nicht so gegangen bei Game of Thrones. Also ich musste jetzt nicht loslaufen und mir Blu-rays kaufen, aber das ist auf jeden Fall eine Folge, die man nochmal in hoher Qualität auf einem guten Fernseher mit richtig Sound und so sehen kann. Exakt. Ja, und dann freuen wir uns doch mal auf die nächsten drei. Ne? Also bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Jetzt geht es natürlich dann um Cersei und mal gucken, was in den drei Folgen jetzt noch geboten wird. Ne? Also ich bin sehr gespannt drauf. Und obwohl es schon ein bisschen, vielleicht korrigiere mich da, ich war schon ein bisschen überrascht, dass Bran so in Anführungsstrichen nutzlos war, nur einmal mit den Vögeln rumgeflogen ist, sonst nichts gemacht hat und einfach alles auf sich zukommen lassen hat. Natürlich in Anführungsstrichen genau das gemacht hat, was er sollte, nämlich ablenken. Aber ja, ich habe mir dann oder auch irgendwie mal Dialog oder irgendwas gewünscht, auch mal mit dem Night King, aber vor allem, das ist von Staffel 1 an so extrem aufgebaut worden und jetzt wird er dann drei Folgen vor Schluss dann doch recht, in Anführungsstrichen vorsichtig gesagt, einfach mal abgestochen. Ja, also dazu denke ich, er hat ja das Wichtigste getan im Vorfeld, also ich glaube, dass er im Wesentlichen, ja, mal abgesehen davon, dass er Arya den Dolch gegeben hat, dass er dafür gesorgt hat, dass jetzt alle da sind, wo sie hingehören, also in der Folge dann auch da sind, wo er will. Er mit den Raben eben endgültig auch dafür sorgt, dass dann auch der Night King da ist, wo er hingehört, zur richtigen Zeit. Er hat ihm ja erst gesagt, wo er endgültig ist und auf ihn wartet. So. Und so interpretiere ich das, ne? Weil das sind genau die Szenen, ne? Er startet sozusagen mit den Raben durch und das ist der Moment, wo der Night King die Hand hebt und sich die Whites auf das Feuer stürzen, um dann den Weg zum Götterhain quasi zu versuchen, frei zu machen für ihn und die Walker. Ja. Und ich glaube, er wird noch seine Rolle spielen, so nehme ich an. Ja. Vermute ich auch. Aber ja, ist die Frage, in welche Richtung, weil, wie gesagt, das, wo er eigentlich am meisten involviert war mit dem Night King, ist ja durch. Von daher, also vermutlich jedenfalls. Und ich bin sehr gespannt, was in den letzten drei Folgen noch auf uns warten wird. Ja, was glaubst du denn, wie ist der, also der, oder ich frage mal anders, gibt es denn Kritikpunkte, die du hast an der Folge, mal von dem Technischen abgesehen? An der dritten Folge? Ich war in Anführungsstrichen vorsichtig gesagt etwas enttäuscht, dass doch recht wenige, oder ich hätte doch vielleicht noch irgendwie einen Tod von irgendeinem der etwas größeren Hauptcharaktere erwartet, ob es Brienne ist oder Jamie oder keine Ahnung. Es war überraschend, dass doch so viele scheinbar alle jetzt überlebt haben. Das fand ich eher, aber ob das jetzt Kritik ist, es war halt überraschend. Und ja, okay, verstehe ich. Bist du auch nicht ganz alleine mit der und vielleicht, dass es keinen einzigen Schwertkampf gab mal mit einem White Walker. Stimmt, die sind auch ganz ausge... Die stehen am Anfang draußen am Wald und dann sieht man sie einmal noch mal stürmen nachher oder in die Burg gehen. Allem, aber man sieht sie noch nicht mal kämpfen. Genau, ich finde, in dem Zusammenhang habe ich auch dran gedacht und zwar wegen des Cliffhangers der zweiten Folge. Weil man sieht ja die Walker, nicht den Night King, da am Rand von dem Wald stehen. Und ich hätte gedacht,
dass das im Grunde auch der Beginn sozusagen der Schlacht ist. Also, dass die sich ins Getümmel schmeißen und erstmal so ein bisschen mähen. So. Mhm. In dem Zusammenhang, also ich komme damit zurecht, dass nicht mehr gestorben sind, so, weil ich mir sicher bin, dass der Bodycount in den drei noch verbleibenden Folgen nochmal ansteigen wird, auch was namhafte Charaktere angeht. Was mich aber wirklich gestört hat, ist, dass wir zum Beispiel bei Brienne und Jamie und so ungefähr gefühlte 25 Mal kurz davor waren. Ja, das stimmt. Es wurde immer eng und immer enger und dann liegen sie schon unter Bergen von Whites und im nächsten Schnitt stehen sie dann doch wieder frei und es kommt wieder einer angerannt, der irgendwie sie da wieder rausschnetzelt und so. Das hat mich ein ganz kleines bisschen gestört, weil das schmeißt dich in dem Moment raus, wo man also so, wo es für mich vorbei war, ist eine Szene relativ am Ende der Schlacht. Da stehen Brienne und Jamie und wie heißt der Schmied? Dings stehen sehr eng nebeneinander, quasi bis zur Hüfte in White. Und zwar mit dem Rücken an der Wand. Wir haben es hier mit Rittern zu tun. Das heißt, die haben riesige Schwerter, die man schwingen muss, um sich zu wehren, um Dinge zu tun. Du kannst mit dem Rücken an der Wand und mit eingeklemmten Beinen nicht mit dem Schwert kämpfen. Gegen so viele Leute. Ja. Das funktioniert nicht. Und diese Situation hatten wir also gefühlt 5-mal. Und dann denke ich immer, ja, dann ist doch okay. Dann jetzt ist sie Ritter geworden. So, und dann kann sie doch auch jetzt dann unter so einer Gruppe von so, wäre traurig, ohne Zweifel, aber das war so eine Geschichte, die mich dann wirklich ein bisschen gestört hat, um ehrlich zu sein. So. Ne, Spannung aufbauen, ja, aber dann 5-mal. Nein. Ja. So, das war ein bisschen. Das stimmt. Die Musik war wieder super. Ja, ohne Muss Fall. Ich auch nochmal erwähnen, die ganze musikalische Untermalung der Folge war mega. Und die, ich kann auch nur noch mal die erste Hälfte von der Krypta war ziemlich schwach. Ja, das stimmt. Ja. Der gesamte Teil dann mit Tyrion und Sansa fand ich, das ist wirklich auch so ein emotionaler Ausgleich, der da stattfand. Und er hat auch noch mal sein Kämpferherz wiedergefunden. In der einen Szene hat sich von der, mit der man es am meisten wünschen würde, dass er damit zur Ruhe kommt, quasi, sozusagen mit dem Handkuss verabschiedet und hat sich umgedreht und ins Getümmel gestürzt. So. Ja, das stimmt. Und sie lassen uns mit ein paar Sachen alleine, ne? Mit denen wir jetzt erstmal spekulieren können. So. Ja, auf jeden Fall. Was ist mit Ghost? So. Ja, weil wir sehen ihn nicht zurückkommen. So. Ja, aber seinen Tod wiederum sieht man halt auch nicht. Tod, ne? Sieht aber man ihn nicht. Was ist mit dem, ich vergesse leider immer die Namen von den Drachen, es tut mir leid. Der Drachen von John, der ja zur Laufente wird in der einen Szene, also der ja quasi abstürzt, den sehen wir auch nicht mehr. Stimmt. Ja, der dritte Drache ist tot endgültig, also zum zweiten Mal gestorben quasi. Das Thema ist durch. Was aus ihrem Drachen geworden ist, wissen wir. Dem geht's nicht gut, aber sie sind noch zusammen. Den sehen wir ja in der etwas overacteten Abschiedsszene. So, fand ich ein ganz kleines bisschen drüber. Sie wurde ja so gelobt für diese emotionale Abschiedsszene nach dem Tod von Jor. Ich fand's, der hat auch eine Menge einstecken können. Ja, ich fand's ein bisschen drüber. Aber nicht dramatisch, also ist jetzt, da würde ich jetzt keinen echten Minuspunkt dran kleben. Ich fand es nur spürbar ein bisschen zu heftig. Aber ansonsten, wie gesagt, die Endszene ist großartig. So.
Ja. Der kleine Ninja macht nochmal. Also vor allem die Vorbereitung fand ich, also ich fand die Diskussion darüber, wie kommt sie da hin, was ist da passiert. Für mich war das mit dieser kleinen Windstoßszene von dem White Walker mit ihren Faceless Men Ninja Ausbildung, war das völlig diskussionsfrei. Also das, du, sehe ich genauso. Ich, ja. Da muss ich nicht drüber diskutieren, dass die das nicht drauf hat. So. Vor allem, er erwischt sie ja sogar im ersten Step, ja, ne? Ja. Er schnappt sie, er hört sie, weil sie schreit dummerweise. Die Szene hätte auch funktioniert, wenn er sich nicht nochmal umgedreht hätte. Sie ihm, wenn er dann einfach in den Rücken. So in dieser, es gibt ja diese schöne Zeitlupenszene, wie man so zwischen den, durch seinen Arm durch, wie er nach seinem Schwert greift, sie so in so einer leicht unscharfen, nebligen Einstellung sie so anfliegen sieht. So. Ich wäre auch gut damit zurechtgekommen, wenn in der nächsten halben Sekunde dann dieser Dolch irgendwie vorne aus ihm wieder rausgekommen wäre und so. Also diese nochmal, ob sie es überlebt, Geschichte hätte es da für mich sogar gar nicht gebraucht. So ist es natürlich noch eine Nummer geiler, weil diese Szene, genau die gleiche Szene haben wir ja schon mal gesehen, mit ihr und Jorah, irgendwie in der ersten, ich glaube in der ersten Staffel beim Training. Hat sie genau das gleiche, zweite Staffel. Ich bin nicht mehr ganz sicher, in welcher Folge. Hat sie genau den gleichen Move gemacht mit Jorah beim Training. Genau den gleichen. Mhm. Ja, guck mal. Hätte man doch wissen müssen, dass sie das später mal beim Night King macht. Ja, auf jeden Fall finde ich's schön gelöst. Oder auch Melisandre, die ihr sagt irgendwie, du tötest hier braune Augen und so weiter und blaue Augen. Ja. Das hat sie ihr ja auch schon mal gesagt, ne? Ja, sie macht die Augen auf, weiß, was sie zu tun hat, verschwindet durch die Mauern von Winterfell und schleicht sich in den von da aus direkt in den Götterhain. Und also, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass das zumindest so will uns bis dahin der Regisseur denken lassen, Johns Aufgabe war. Ist das schon ja, okay? Stimmt. Ja, das stimmt. Und gut, hätte sie sich dann nicht selber dann am Ende noch, hätte sie nicht den Freitod gewählt, dann hätte das jetzt habe ich es wieder auch mit den Namen. Wie heißt der Ritter, der Ältere? Der Zwiebelritter. Der das Mädchen dann verloren hat, durch das Verbrennen. Ich komme auf seinen Namen nicht. Ich und Namen. Du weißt, wen ich meine. Ja. Also der hätte sonst ihr auch spätestens dann noch den Todesstoß geben. Er hat ja direkt auch gefragt, hier, was machst du hier? Genau. Ja, genau. Ja, also in der Summe. Auch der Michael Bay Armageddon-Auftritt von den White Walkern und dem Night King da bei dem Durchgang durch den Götterhain. Das kann man jetzt übertrieben finden. Ich fand's okay. So, die haben ja sonst nichts gemacht da in dem. Nö, fand ich jetzt, also durften die aus dem Nebel auftreten. Information. Wie die Backstreet Boys. Ja, warum nicht? Ja. Kann man auch mal einen rauslassen. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, haben sie auch. Ja. Finde ich auch. Ach ja. Gut, dann denke ich, sind wir in einer Meinung, dass wir uns sehr auf die nächsten drei Folgen freuen. Ich denke schon. So. Ja. Wenn wir noch ein bisschen wach bleiben, ne? Wir haben. Ja. Obwohl, ist erst 10. Fünf Stunden können wir es gucken, glaube ich. Genau. Nee, ich glaube, ich muss schlafen. Ich denke auch. Also, ich denke mal, in der nächsten Folge können wir da nochmal genauer drüber sprechen. Ja. War das eine Einladung? Hast es gemerkt? Dann haben wir Game of Thrones durch, ja. In 3 Wochen spätestens ist es ja dann durch, genau, ja. Es ist erledigt. Gut, ich würde sagen, ich merke sofort, wenn du da bist, dann gehen die Podcasts wieder länger. Ja, und das ist doch Kompliment. Eine kurze Fassung. Ich guck mal gerade, Aufnahme sagt Stunde 50. Und das wäre ja sogar noch eine kurze Folge. Bei uns schon. Also ich habe mich mittlerweile sonst eher zwischen 1,30 und, also meistens so um die 1,30 mittlerweile eingependelt. 1,30, 1,45 oder so. Ja. Wir haben im Studio, als wir zusammengesessen haben, dann so bei 2,30 dann angefangen, uns gegenseitig so Zeichen zu geben. So.
Ja, genau, ja. Und wenn so Leute wie der Schröck oder so da waren, die musste man dann ja auch noch künstlich erschießen, um sie erzählen zu halten. Oh ja, oder auch Marco. Ne, der Marco auch kann erzählen. Ja dann auch reichlich. Ja. Das stimmt. Und ich denke, das passt. Es hängt ja auch ein bisschen mit dem Stoff zusammen. Wir haben jetzt sehr ausführlich auch über Avengers Endgame gesprochen. Und nächstes Mal sicherlich nochmal Game of Thrones. Und alles weitere planen wir dann für die Zukunft. Also ich freue mich auf jeden Fall und danke auch nochmal dir, dass du heute die Zeit und Muße gefunden hast. Sehr mal gerne. Gucken, vielleicht kann man es in Zukunft auch wieder in deinem alten Wohlfühlstudio machen oder so. Können, also mir ist es egal. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, wir denken mal drüber nach. Okay? Ja, sowieso. Ja. Gerne. Ich danke dir jedenfalls für die Einladung, wobei du musstest ja nicht gezwungen werden, mich einzuladen. Nee, ja. Ich hätte es so oder so gemacht. Ja. Also das mal also, ganz abgesehen. Nein, aber dann sage ich es anders. War ein schöner Zufall. Ich formuliere es anders. Ich danke dir, dass du mich dabei haben wolltest, dass ich dabei sein durfte. Ich danke nochmal Julia und Stefan, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Fand ich total süß, dass sie geschrieben haben. Das habe ich vorhin am Anfang vergessen. Sie haben sich irgendwie zu unserer gemeinsamen Zeit kennengelernt und auch immer gemeinsam unseren Podcast gehört. Da kann ich nicht Nein sagen, als Gast dabei zu sein, wenn ich das höre. Also da ging ja jetzt gar kein Weg dran vorbei. Ich heiße übrigens Henrik und nicht Henry, aber das ist nicht so schlimm. Also nochmal liebe Grüße an Julia und Stefan. Vielen Dank dir. Liebe Grüße an alle Hörer, auch an die alten Hörer. Nicht alle werden. Und die Jungen. Die neuen Hörer, die mich nicht aus alten Zeiten kennen, die alten Hörer, von denen mich sicherlich auch nicht alle unbedingt vermisst haben. Aber Olli bestimmt. Mal gucken, was wir so an Feedback bekommen. Also generell gerne mehr Feedback, auch generell, wenn ihr uns weiter oder mich oder uns oder, ja guck, ich sag schon wieder uns, passt doch, ne? Ja. Wenn ihr uns alte weiter Zeit supporten wollt, Patreon ist der Shit. Genau. Schmeißt mal einen Euro an Patreon und damit der Jan hier das so cool weitermachen kann. Und was mit mir wird, sehen wir mal. Genau, ich sehr will gerne. Mich festlegen. Ne? Musst obwohl, du nicht. Bock habe ich. Überlegst du. Also so viel kann ich ja sagen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und wie gesagt, die habe ich schon gesagt, den Hörer noch nicht. Ich ziehe ja im Grunde, ich habe es vorsichtig gesagt, in deine Nachbarschaft. Gut, ein paar Meter sind es immer noch. Aber näher als jemals in der Podcast-Zeit, ne? Das stimmt, deutlich näher, richtig. Und von daher kann man da sicherlich auch häufiger mal wieder was zusammen unternehmen, zeitlich und Filmchen gucken und genau. Podcasts aufnehmen und so weiter. Genau. Ja, perfekt. Ich freue mich. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren lieben Hörern und wünschen euch einen schönen Mai. Und wir hören uns dann entweder Ende Mai. Ja, ich plane mal grob Ende Mai. Das sollte passen. Kurz vorm Umzug oder kurz nach dem Umzug. Mal gucken. Ja. So um den Dreh. Und du sagst mir einfach Bescheid, wenn du Bock hast. Sowieso. Und dann sehen wir mal. Vielleicht stürmt ja jetzt die gesamte Hörerschaft deine Kanäle und schreit, nein, bloß nicht, Hilfe. Dann bin ich dann ist mir das auch egal. Daraus. Ist ja mein Podcast. Ach, jetzt richtig. Ne? Musst dir keine Sorgen machen. Ist alles egal. Dann machen wir das halt für zwei Hörer. Okay, super. Machen wir einen Deckel drauf. Alles klar. Hab ich immer gesagt. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.